Ahoi und willkommen zurück mit dem zweiten Teil des Dossierten Manns. Der erste Teil wurde schon mal nicht monetarisiert, das wundert mich irgendwie überhaupt nicht. In diesem Sinne spendet Kaching. Aber wurde immerhin vom Algo angenommen. Das finde ich gut. Ich habe wahrscheinlich hier und da mal doch ein Wort ausgesprochen, was ich nicht hätte aussprechen sollen. Vielleicht gefällt es auch einfach nicht, gewisse Dinge offen zu legen. Ist auch nicht weiter wild. Ich habe noch ein paar Ergänzungen zum letzten Teil. Also bezogen auf dieses Desinteresse der Frau am Wissen. Ja, dass sie sich für MINT-Fächer nicht so interessieren, für abstrakte Fächer, sieht man ja in den egalitärsten Ländern, Schweden, die skandinavischen Länder, dass sich dort immer wieder diese Verteilung ergibt. Ne? Männer interessieren sich für Dinge, Frauen für Menschen, die sie dann manipulieren können. Habe ich das laut gesagt? Bisschen Zynismus muss sein. Abstraktion und Humor, ja, hatte ich im Abwehrmechanismus-Video, genau, weil sie irgendwie humorlos oder so, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Stelle, ne, das kommt sozusagen mit Abstraktionsvermögen und natürlich auch damit, dass man nicht so agreeable ist, ja, Frauen höher einen Neurotizismus und Agreeableness in den Big Five, was ziemlich evident ist und je weiter sie im narzisstischen Spektrum sind oder im linken Spektrum heutzutage, sieht man ja, wie humorlos die Leute sind, weil sie die ganze Zeit Angst haben, im Endeffekt irgendwie auf die Füße zu treten. Da kann man natürlich auch keine Zoten erwarten. Intelligenzverteilung, genau. Gaußsche Glockenkurve, Frauen alle in der Mitte eigentlich eher, ne? Und Männer eben viele Genies, viele Trottel, wollte ich nochmal sagen. Weil das immer gerne missverstanden wird, die Durchschnittsintelligenz ist gleich. Die Männer sind sozusagen das Experimentierlabor der Natur durch diesen fehlenden Teil bei dem Y-Chromosom. Das mit den Seelenqualen, stimmt, da gab es noch einen Abschnitt mit den Seelenqualen, dass Männer für sie wie Kaffeemaschinen sind und so. Da kam halt die opportunistische Liebe raus der Frauen, ne? Männer idealistisch, Frauen opportunistisch tendenziell. Vasopressin habe ich noch vergessen zu erwähnen, hatte ich an vielen Stellen erwähnt, ne? Das langfristige Bindungshormon fehlt halt an der Stelle. Nur Oxytocin-Bindungen, die halt schneller abbaubar sind, hatte ich im Neurologie-Teil. Zumal der Betamann, wie gesagt, ist für sie wie ein Ding. Ist okay. Ja, muss ich halt machen hier. Das interessiert mich nicht. Ich bin ja eh solipsistisch mit mir beschäftigt. Ich. Und bei Trennungen kommen Männer wesentlich schlechter darüber hinweg. Männer haben eine wesentlich höhere Selbst um die Ecke Bringungsrate, die ist durch die Decke gegangen auch die letzten Jahre, hauptsächlich wegen Frauen, weil sie eben in dieser starken emotionalen Abhängigkeit sind, in dieser starken Sklavenmoral, in dieser Arbeitspferd-Mentalität hier mit dem Ego-Investment in die Versorgerrolle, mit dem Nazca-Syndrom, mit allen psychologischen Auswirkungen, die ich auch in diesen Single-Mütter-Videos halt erläutert habe oder in den Buchreihen, ohne darauf jetzt zu stark einzugehen. Der starke Materialismus, ja, im Gegensatz zu den geistigen Ansprüchen habe ich hier noch stehen, genau. Also Frauen geben, glaube ich, 14 Trillionen aus, Männer 4 oder so. Also treffen 14 Trillionen an Kaufentscheidungen, wie auch immer. Da ziemlich deutlich zu sehen, das innere schwarze Loch muss mit irgendwas gefüllt werden, am besten mit Konsum, weil Konsum eben auch gesellschaftskonform ist. Ja, Männer tendieren dann eher zu härteren Sachen, bringen sich ja auch, wenn sie sich um die Ecke bringen, eben deutlich um die Ecke. Da wird auch nicht wie bei Frauen immer so eine Art Hilferuf eigentlich kreiert. Eigentlich heißt es, es gibt mehr Aufmerksamkeit. Meistens sind es halt nur Versuche. Also Männer ziehen sozusagen durch, Frauen nutzen dann halt eher den Konsum so als gesellschaftsfähige Droge eigentlich, das ist es halt. Und wird ja auch natürlich von dem Marketing, vom Marketing gefördert. Frauen sind super für Marketing eigentlich mit der emotionalen Manipulation, die da stattfindet, geeignet. Deswegen auch auf der Meta diese ganze Entwicklung hin zum Gynozentrismus letztendlich, ja, dass auch Konzerne und die ganze Wirtschaft sozusagen dahinter steht eigentlich und die bunte Flagge in jedem Logo hat. Das hat alles schon seinen Sinn. Hast du halt eine super Käufergruppe, eine super Wählergruppe, die du wunderbar manipulieren kannst. Hatte ich an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Gut, das war mein Nachtrag für das ganze Kapitel davor. Jetzt widmen wir uns mal dem weiblichen Horizont. Was immer die Männer anfangen, um den Frauen zu imponieren. In der Welt der Frauen zählen sie nicht. In der Welt der Frauen zählen nur die anderen Frauen. Sehr interessanter Satz. Die weibliche soziale Matrix, hatte ich mal ein Video, sehr wichtiges. Der Krabbeneimer letztendlich, ja. Frauen haben flache Hierarchien. Sie haben welche, ja, nicht so Kompetenz-Dominanz-Hierarchien wie die Männer. Wo ganz klar abgegrenzt wird anhand der Fähigkeiten, wer was wo macht. Dann gibt es natürlich auch Konkurrenzkampf um die Position. Ist die aber einmal eingenommen, sind die Männer relativ kooperativ und fügen sich ihrer Rolle und funktionieren halt, weil wir es mussten. Kooperative Jagd und so weiter. Ja, wir müssen das Fleisch jagen. Frauen waren zu Hause und haben das Fleisch verteilt. Daher auch diese flachen Hierarchien, diese Opferhierarchien, wie wir sie heute sehen. Ja, das ist ja auch ein geschickter manipulativer Trick, um den Herren sozusagen mehr Fleisch aus den Rippen zu leiern. Im Endeffekt, dass man selber nicht jagt, sehr weiblich.
Aber es gibt nichtsdestotrotz halt harten Kampf. Also ich würde das Video wirklich empfehlen, um diese Positionierung. Und zwar als die Alpha-Frau. Und die Alpha-Frau, wenn es so etwas überhaupt gibt, das gibt es eigentlich definitorisch gar nicht, weil der einmal bei der Kompetenzdominanzhierarchie einmal Krabben, einmal eben flach ist, ist sozusagen die schönste mit dem höchsten intimen Marktwert letztendlich, weil sie ja nach ihrer Schönheit gewählt werden. Also es wäre sozusagen die junge 10 von 10 Erwachsenenfilm-Frau oder sowas oder Schauspielerin, wie auch immer. Nee, aber sie haben halt jede Menge Möglichkeiten, das sieht man auch schon bei jungen Mädchen. In den Schulen, die machen üblen Psychoterror, mit sozialem Ausschluss natürlich immer, weil das ihre Schwachstelle ist. Und mit Mobbing und hinterm Rücken reden und Rufzerstörung vor allen Dingen, deswegen die Rufdirektive, deswegen auch die Cancel Culture ist total weiblich. Der Ruf ist wichtiger und ist sozusagen der gesellschaftliche Tod. Das ist es halt. Männer bringen Menschen um die Ecke, Frauen Zivilisationen, wie wir wissen. Und sie agieren halt sehr innerhalb dieser Rufdirektive. Und deswegen ist viel intra intimer Wettbewerb eigentlich am Start. Auf den Satz nochmal zurückzukommen, jetzt habe ich weit ausgeholt. In der Welt der Frauen zählen sie nicht. Die Beta-Männer wieder. Oder? Sie macht immer nicht die Unterscheidung. Also ein Alpha-Mann, der sozusagen für sie die hypergam beste Option ist, zudem ist sie brutal loyal, solange er es ist. Die Kriegsbeutelnahme kommt in den Sinn, das mit dem Spiegeln, mit dem Identifizieren, wollte ich sagen. Und wenn es halt für 8 Stunden auf dem Bahnhofsklo ist, ja. Mit Bahnhofsklo-Chat. Und danach ist er natürlich ein Schwein, weil er sie nicht behalten hat und so weiter. Ja, also die Validierung des Beta-Mannes ist sozusagen nichts wert. Ja, das ist die Schlange von Tausenden, die können dann auf UF bezahlen oder so oder ihrer Agenda in irgendeiner Weise dienen, aber deren Validierung ist sozusagen nichts wert. Die höhere moralische Autorität ist in der Übergabenwahrnehmung halt immer der über ihr wahrgenommene Mann. Und das muss nicht immer der schönste Mann sein, das kann auch der intelligenteste sein. Wie gesagt, es gibt verschiedene Kompetenz-Dominanz-Hierarchien, da wurde ich auch nochmal letztens angesprochen, weil es immer heißt 5% und so weiter. Ja, stimmt auch, weil alles halt, wenn es über online läuft, nur noch die Schönheit ist. Aber es gibt natürlich verschiedene Kompetenzdominanzhierarchien, Nischen. Und die kann auch beim Yoga halt der Yoga-Chat sein oder so. Ne? Oder beim, wir denken an Pocher oder was auch immer der Typ ist, Glückskeks-Chat. Er hat natürlich auch ein paar körperliche Marke, aber das Verhalten ist natürlich auch dementsprechend. Ne? Deswegen, Frauen reagieren eher auf die kongruente Ego-Projektion, das wird auch häufig missverstanden, eben wie kompetent ist er, wie selbstsicher ist er. Ja, für sie ist ihr hypergamer Zweifel oder ihre größte evolutionäre Angst ist das Kind vom falschen Mann, sagte ich, glaube ich, im letzten Kapitel schon. Das heißt, deswegen testen sie auch so viel. Ist er der Mann, der sagt, er ist? Und da geht es halt wesentlich mehr um deine psychologische Entwicklung und deine psychologische Beschaffenheit als um dein LMS, sage ich mal an der Stelle. Also Lux Money Status, was immer gern missverstanden wird. Wenn du Lux Money Status hast, dann aber nichts dahinter hast, im Endeffekt inkongruent bist damit, weil du eine Ego-Dystonie hast, weil du halt ja Narzisst bist, den sie ja immer so fürchten, deswegen ist der Ex ja immer Narzisst. Das ist eigentlich nicht der Narzisst, sondern das ist der Mann, der so tut, als wäre er wer. Gut, lang ausgeholt. Aber Strich drunter, ganz wichtig ist dieser intra-intime Wettbewerb, ne, unter den Krabben. Ach so, die höchste moralische Autorität habe ich hier noch stehen, das muss ich noch ergänzen, die ihr nützt. Ne? Also klar, du brauchst jetzt Geld, ne? Es gibt ja diese Unterscheidung in Practical Feminist Psychology, Materialista, Adventurist, Abenteurerin, Materialistin und Good Girl, wo es halt sehr um den Ruf geht, bei der anderen ums Dopamin und bei der anderen ums Geld. Waren so grobe Unterscheidungen, das ist natürlich noch viel vielfältiger. Es geht halt immer um die weiblichen Bedürfnisse letztendlich. Welche Kompetenzdominanzhierarchie sie auch ansteuert. Ne? Also bei mir zum Beispiel, klar, du brauchst einen Therapieplatz beim Psychology-Chat oder so. Witzig, aber gut, ich meine, das ist eine legitime Nische. Ich sage ja eh, Nischenalphatum ist das einzige legitime Mittel in Zukunft, wie du gegen den Online-Trend ankommst letztendlich. Meiner Meinung nach. Frauen Gatekeeper, Torwächter der Intimität, ne, der Evolution und Männer Torwächter der Beziehung. Das ist immer auch gern missverstanden. Das könnten wir auch gleich mal ausräumen. Biffalls Law sagt aber, das ist ein typisches MGTOW-Argument, und das stimmt auch, dass Frauen ja auch eigentlich über die Beziehung entscheiden. Im letzten Kapitel hat man ja gehört, dass sie da natürlich auch jederzeit sich alle Rechte eingeräumt haben, die Kinder und die Kohle zu nehmen und zu gehen. Also auch die Beziehung jederzeit zu beenden. Muss man ein bisschen angleichen, fand ich ein interessantes Gedankenspiel. Eigentlich bist du wie ein Restaurant und sie entscheidet sich da zu essen, aber du entscheidest, was es auf der Speisekarte gibt. Das war eine gute Analogie. Letztendlich hat sie aber die volle Macht, bin ich auch der Meinung, größtenteils. Du hast eben nur diese Softpower, darüber hatte ich ja auch mal ein Video mit Nicolo, wo wir das mal diskutiert haben. Du hast nur diese Überstellungslogik, diese Softpower letztendlich, dass sie in dir immer die beste Option sieht und wenn sie dich nicht mehr braucht, quasi, dann ist sie nur loyal zu ihren Gefühlen. Das wissen wir auch, das ist klar, aber pff, das lässt sich ja durchaus einrichten. Ne? Gerade über die Psyche ist diese Überstellung sehr wichtig. Deswegen mache ich ja meinen ganzen Kanal. So, dann habe ich hier noch stehen, ja, Dr. David Buss, Mindy Minson, Why Women Have Bunga. Frauen haben 256 Gründe, warum sie Bunga haben. Und Grund Nummer 180 ist brennendes Verlangen, weil Männer halt immer ziemlich von sich auf andere projizieren. Für uns ist es eigentlich
Zu 100% das. Und daran sieht man auch, wie stark der manipulative Charakter von Bunga für Frauen ist. Das ist ein Mittel zum Zweck, ja, um Dinge einzutauschen, um Statuskompetenz-Dominanzhierarchien eben abzugreifen, letztendlich. Und für sie ist es halt wertlos im Endeffekt, weil an jeder Ecke wartet eine neue Gurke. Also es ist für sie halt nicht so wie für einen Mann, also bezogen auf den Mann, der ihr nützt. Ja, deswegen sollte man auch auf Bunga nicht allzu viel geben. Ja, viele wollen dann die Validierung durch den Bunga. Ja, es ist schön, wenn sie enthusiastisch dabei ist, absolut. Da sind auch Unterschiede vorhanden, aber im Endeffekt gilt halt der Grundsatz: Got laid, don't care. Hab einen weggesteckt, egal. Letztendlich. Ja, ist auch wieder diese Abhängigkeit von weiblicher Validierung. Muss es jetzt toll sein, damit ich mich wohlfühle, damit ich mich wie der tollste Mann fühle? Ja, da kann ich nur von abraten. Und trotzdem würde ich sagen, klar, sollte man die Unterschiede schon sehen. Und natürlich ist es schöner, wenn sie enthusiastisch ist. Und wenn sie es nicht ist, ja gut, dann kein Problem, ciao. Was habe ich hier noch notiert? Ich weiß gar nicht, wie die Gedankenschleife zustande kommt, aber ich bringe die jetzt zu Ende. 99% der Fälle, weil sie durchlässig ist. Frauen haben eine sehr beeinflussbare Intimität, sind ja eher Spiegel. Bunga an sich, wie ich gerade sagte, ist halt nicht so entscheidend, sondern das Gefühl dazu, ja, oder das, was ich damit erreiche. In 99% der Fällen, weil sie durchlässig ist, sagt sie, sie wäre bi, um seinem Ego zu schmeicheln. Ich habe meine eigene Dirne. Aber es passiert nie. Nur Taten zählen. Den fand ich noch gut, weil das habe ich auch häufig gehört. 99%, sagt Ryan Stone, finde ich richtig. Weil sie sind ja auch teilweise höher im B-Spektrum auf jeden Fall und sind durchlässig und das kann auch klappen. Aber meistens ködern sie sich da halt damit. Ne? Dann, also Strich drunter, die ganzen Bunga-Acts sind halt sehr stark an die Zweckmäßigkeit gebunden. Wenn du Wert in ihren Augen verlierst, ist ja auch immer das Erste, wo die Männer bei mir ankommen. RP in Beziehung. Meine Frau schläft nicht mehr mit mir oder sie macht den Seestern oder so. Und also man sieht, wie Frauen Intimität benutzen. Ganz wichtig. Nicht wie ein Mann. Ich muss jetzt, ich habe jetzt Druck. Ich habe ein körperliches Bedürfnis. Da ist auf jeden Fall eine große Disparität. Ah ja, ich war ein bisschen zu schnell. Wenn eine Frau bemerkt, dass ein Mann sich auf der Straße nach ihr umdreht, freut sie sich natürlich, klar. Ja, wenn sie es nicht mehr tun, dann wird es kritisch. Ist dieser Mann teuer angezogen oder fährt er gar einen teuren Sportwagen, dann ist die Freude umso größer. Sie ist etwa mit jedem Gefühl vergleichbar, das ein Aktionär bei der Lektüre eines positiven Börsenzettels empfindet. Ob der Mann für die Frau gut aussieht oder nicht, sympathisch oder nicht, ist intelligent oder nicht, es spielt keine Rolle. Dem Aktionär ist es ja auch gleichgültig, mit welchen Farben seine Coupons bedruckt sind. Ja, für den in ihrer Sicht niederwertigen Mann, für den Beta-Mann. Muss man wieder dazu rechnen. Aber genau so ist es. Aber wenn Frauen opportunistisch losgehen und die brauchen jetzt mal Kohle oder einen Handtaschenkäufer oder irgendwen, das können die wunderbar vorspielen. Gar kein Problem. Ja. Das ist dann wirklich wurscht, wie du aussiehst und ob du irgendwelche Kriterien erfüllst, wenn du gerade in dem Moment in der Kompetenzdominanzhierarchie der Mann bist, der sie aus dem Mist ziehen soll, den Retter zum Beispiel. Ja, dann wunderbar. Sieht sie nur das. Das ist dieses Solipsistische. Sie sieht den Mann gar nicht. Sie liebt sich selbst durch seine Augen, habe ich auch an anderer Stelle mal gesagt. Deswegen ist es halt so witzig, wie Männer mal Frauen projizieren und glauben, die denken wie wir. Nein, das ist relativ instinktiv und relativ solipsistisch. Erlebt diese Frau hingegen, dass sich eine andere Frau nach ihr umwendet, was wirklich nur im äußersten Fall geschieht, denn die Maßstäbe, nach denen Frauen sich gegenseitig messen, sind viel unbarmherziger als die der Männer. Hat sie ihr Höchstes erreicht. Dafür lebt sie. Für die Anerkennung, für die Bewunderung, für die Liebe anderer Frauen. Ja, da kommt es direkt zu dem Video besagten über die weibliche soziale Matrix. Denn in der Welt der Frauen existieren nur die anderen Frauen. Die Frauen, mit denen sie zum Kirchgang, Elternabend oder im Supermarkt zusammentrifft. Die Frauen, mit denen sie sich über Hecken ihrer Vorgärten hinweg unterhalten. Die Frauen, an denen sie sich beim Einkaufstrommel in der eleganten Geschäftsstraße oder bei festlichen Abendveranstaltungen scheinbar achtlos vorübergehen. Sie messen sich mit dem, was in deren Köpfen ist, nicht in denen der Männer. Ihr Urteil ist für sie ausschlaggebend, nicht das der Männer. Und für ein schlichtes Lob aus dem Mund einer anderen Frau verzichten sie gern auf all die unbeholfenen Komplimente ihrer Liebhaber. Die doch immer nur dilettantisch sein könnten. Denn Männer haben keine Ahnung, in welcher Welt die Frauen wirklich leben und übersehen so bei ihren Lossinnen immer alle wichtigen Gesichtspunkte. Ja. Deswegen bringt es auch nichts, Frauen zu komplimentieren. Ja, das ist ein Display of Lower Value, würde man sagen. Eigentlich ein Machttransfer. Man muss sie immer im Ungewissen lassen. Und wenn ein Mann ankommt und so ein Liebhaber, in dem Fall ist es halt ein Versorger, das ist wieder hier falsch geframed, weil sie halt nur eine Seite sieht, dann ist das sozusagen nichts wert. Und Frauen, die ja, da sie ja so neurotisch sind, und so perfektionistisch und ja, wie sehr sie auf ihr Aussehen achten und Kleinigkeiten, ja, wie sie mit ihren Kleidungsstücken kamen in dem Video auch vor Botschaften schicken. Deswegen ist eine ehrliche Anerkennung einer anderen Krabbe, wenn sie sich nicht gerade Komplimente machen und es nicht so meinen, was ja häufig vorkommt, natürlich das Höchste. Ja, als so ein Mann, das wissen sie auf irgendeiner Ebene des Bewusstseins, dass alle Männer an die Bulette wollen. Auch das ganze Dating wird völlig falsch verstanden. Ja, dann gehen Männer hin beim Ansprechen und denken, oh Gott, ich muss meine Absichten verschleiern. Ja, ich darf ja nicht sagen, dass ich eine Gurke habe, dass ich Bock auf sie habe. Völliger Blödsinn. Das weiß die sofort. Jeder Mann, der sie anquatscht oder irgendwie ihr Blicke zuwirft, das kriegt die ab dem Alter von 12 praktisch permanent. Das heißt, für sie
ist es wie so ein Zirkusakt im Endeffekt. Sie weiß genau, was der Mann will, auf irgendeinem des Bewusstseins, aber es muss einfach so passiert sein. Es muss im Sinne des Nice-Guy-Syndroms, im Sinne des unsichtbaren Vertrages, den sie hat, muss es einfach so passiert sein. Er muss es einfach so verstanden haben. Er darf ja auch nicht der falsche Mann sein. Das heißt, du musst zufällig ihren Film praktisch spiegeln, den sie da im Kopf hat. Wenn du es nicht schaffst, gehst du nicht durch den Übergabenfilter. Ganz einfach. Aber sie weiß ganz genau, was du von ihr willst. Das ist ja auch der Witz. Du sollst bloß gefälligst ein nettes Schauspiel abliefern, damit ihre ganzen Mechanismen funktionieren. Ja, wir gehen nur noch schnell einen Kaffee trinken. Ja, soll ich noch zu dir hochkommen, schnell noch einen Abendtrunk nehmen? Ja, alle wissen, was passiert, aber die plausible Abstreitbarkeit ist gewährleistet. Also Flirten ist für die wie ein Hobby im Endeffekt. Ja, die mögen einen guten Kampf, wie wir ein gutes Fußballspiel mögen, wollen die eine gute Anmache. Ganz einfach. Wenn dann Männer selber aus dem Nice-Guy-Syndrom kommen, das war ja so mein Ausgangspunkt, und dann sagen, oh Gott, und ich darf nicht, und selber halt beschämt sind und eigentlich nicht zu ihren Bedürfnissen stehen und sich dann Angst haben, oh Gott, ich darf ja nicht offen sagen, was ich eigentlich will, ich muss hier so tun, als ob, und dann zu weit abgleiten und eben keine Prämisse setzen in so einem Dialog, nicht flirten, ja, dann ist das halt auch falsch. Ja, aber da spricht halt dieses Nice-Guy-Syndrom raus, diese Sklavenmoral. Ich darf nicht zu meinen Bedürfnissen stehen, zu meiner Maskulinität, ich darf ja der gottgleichen Vagina bloß nicht meine Absichten mitteilen. Sollte man schon, aber indirekt. Weil sonst ist man auch gleich in der Kategorie Versorger, wenn man nicht zu seinen Bedürfnissen stehen kann. Jetzt bin ich aber weit abgeschweift, wollte eigentlich ganz was anderes sagen. Genau, wenn es um Kleidung geht, geht es darum, dass Männer immer denken, dass sie sich hübsch machen für sie. Das ist diffiziler. Ja, sie machen sich eigentlich hübsch, um mit den anderen Frauen zu konkurrieren. Wenn sie mehr Fleisch zeigt, dann macht sie sich verfügbar für andere Männer. Also nicht, wenn sie sich auftakelt. Dann will sie eigentlich in Konkurrenz treten mit den anderen Frauen. Das fand ich einen sehr spannenden Unterschied, weil Männer ja mal denken, oh, warum macht die sich hübsch? Die wissen schon, wie Männer funktionieren. Das heißt, sie ziehen dann kürzere Röcke an, diese Hoop-Earrings, diese großen, runden. Je größer der Hoop, desto größer die Dirne. Intime Ornamentation und sowas spielt natürlich eine Rolle. Aber da zeigen sie einfach mehr Fleisch. Gerade beim Eisprung und so weiter, Girls Night Out. Thema hatten wir schon mal beim Married Men Extra X-Life Primer. Aber wenn sie sich pimpt, ist es eben für andere Frauen. Wie diese Bee im Büro. Achtung, Lausche aufgesperrt. Jetzt kommt ein wichtiger Tipp, guter Indikator, ob du mehr Beta bist, wenn sie den Krabbeneimer wichtiger nimmt als dich. Da komme ich auf meinen Anfang zurück. Jetzt schließt sich der Kreis. Bist du in Hypergamen beste Option, wird sie dich immer als höchste moralische Autorität wahrnehmen. Bist du in ihren Augen ein nützlicher Trottel, dann ist die Meinung des Krabbeneimers wichtiger als deine. Das ist meine echte rote Flagge. Für die ganzen 5 Gründe, warum sie der Straße gehört, blabliblub, das ganze Gesülze. Oder 7 Gründe, warum sie dich als Alpha sieht. Wenn sie dich zum Flexen bei ihren Freundinnen nutzt, bist du nicht ihre übergabenbeste Option, sondern nur der nützliche Idiot. Einmal, wenn sie mit dir flext, so als Toyboy oder so, da ist es ja relativ offenkundig, dass sie in der Überstellung ist. Aber hier geht es darum, dass sie dich einfach vor anderen runtermacht. Das ist immer das sicherste Zeichen. Weil das ist der extremste Ausdruck weiblicher Dominanz. Und das ist spannend. Auch wenn sie praktisch dick wird und sich die Haare kurz schneidet, die Karien, zeigt das eigentlich an, mit dem Trottel kann ich es machen. Sie flext vom Krabbeneimer, vor den anderen Frauen, vor der weiblichen sozialen Matrix. Das muss man sich immer vor Augen führen, wie viel das an Validierung wert ist, weil wir immer nur Validierung in der Mann-Frau-Interaktion betrachten. Hier ist dieser Aspekt im intra-intimen Wettbewerb ganz wichtig. Das wäre dann so eine Pferdefrau, habe ich hier noch stehen. Sie liebt große Tiere zu dominieren. Khaleesi und so von Game of Thrones. Power-Fantasie, Karin halt. Klar. Oder der dritte betrunkene Kapitän der RP fällt mir auch direkt ein. Der erste Offizier und seine Kapitänin oder so. So sehr starke männliche Feministinnen, die damit auch nicht glücklich sind, die eigentlich auch immer einen suchen, der über ihr kommt, damit sie endlich mal Frau sein können. Die beste Waffe für einen Mann ist eine Pistole, für eine Frau ein Mann mit einer Pistole. Genau. Sehr schöne Schlussfolgerung daraus. Wenn du ihr Accessoire bist quasi oder ihr Punching Ball und sie dich vorführen kann vor anderen Leuten, wichtigste rote Flagge, ganz wichtig. Dann hast du sofort deine Einschätzung. Wenn du ihre beste Option bist, ist für Frauen die erste Regel, dich nicht vor anderen schlecht zu machen. Denn das würde auf sie zurückfallen. Auch vor den Kindern, die sind ja auch sozusagen soziale Matrix, würde sie dich nicht schlecht machen. Dafür ist die Verlustangst zu groß, weil du in ihren Augen instinktiv zu wertvoll bist. Deswegen würde sie sich das nicht erlauben. Und sehr wichtig. Ein Ride or Die Girl, also das Berühmte, das Beste, was dir passieren kann eigentlich im Leben, verteidigt dich ohne Grund in deiner Abwesenheit. Das ist eine Frau, die gut von dir redet, ohne dass sie es muss. Und die ist investiert. Das war sehr wichtig. Dann wollen die Frauen den Männern also gar nicht gefallen. Vergessen wir nicht, dass die Männer ihre materielle Basis sind. Aber die Bedürfnisse der Männer wären, da sie in Bezug auf Frauen so gut wie ausschließlich auf Bunkersymbole und gewisse Verfremdung durch Schminke reagieren, mit viel weniger Aufwand zu befriedigen. Zum Beispiel durch lange Haare, bemalte Lippen, engliegende Pullover, kurze Röcke und Strümpfe und so weiter. Ja, also genau, ne, das wissen die. Männer sind einfach zu kriegen. Also wenn sie sich besonders aufpimpen, hatte ich schon gesagt, dann geht es dabei um die anderen Frauen. In anderen Worten, eine Frau wird einen Mann immer nur so weit beeindrucken wollen, dass er bei ihr bleibt
und sie im weitesten Sinne allerdings ernährt. Alles, was sie sonst noch in sich investiert, zielt auf die anderen Frauen. Außerhalb seiner Funktion als Ernährer misst die Frau dem Mann keinen Wert zu. Genau, für den Versorger gilt genau das. Sehr wichtig. Wenn ein Unternehmen hinter einer Spitzenarbeitskraft her ist, wird es versuchen, sie mit den äußersten Mitteln so lange zu ködern oder ihn besser, bis er weich ist. Es weiß, dass es sich nach Unterzeichnung des Vertrages schadlos halten kann. Es sitzt immer am längeren Hebel. Mit den Frauen ist es das Gleiche. Sie lassen ihren Mann nur so viel leine, dass er das Leben an ihrer Seite einer Kündigung des Vertrages gerade noch vorzieht. Sehr prägnanter Satz, ne? Bezogen auch auf den Ehevertrag, den unlauteren Vertrag. Da ist dann meistens vorbei. Klar, auf einmal, oh, es war so schön und dann gibt es nichts mehr, weil sie sich nicht anstrengen muss. Ich meine, das ist auch menschlich, muss man sagen. Ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und Frauen, wir sind evolutionär insgesamt auch Energiesparer, ja, hin zur Belohnung, weg vom Schmerz. Das will ich jetzt nicht nur auf die Frauen schieben. Aber im Endeffekt ist es so. Der Übergabencomputer kalkuliert im Hintergrund eiskalt und weiß genau, wie viel er geben muss. Und dann muss man halt die Mittel nutzen, die einem so gegeben sind. Dann muss man selber wieder Dread Game anwenden, Aufmerksamkeit entziehen, Treue und Zuwendung, um dann wieder mehr Anziehung zu erzeugen letztendlich. Das passiert alles sehr subtil, das lässt sich nicht overt klären, aber wie gesagt, die RP empfiehlt ja sowieso keine Heirat, genau aus diesem Grund. Hier habe ich noch einen ganzen Abschnitt über Eifersucht. Sollte man das Social Media der Freundin durchsuchen? Beta-Weg, lass mich endlich Beweise finden, dass ich sie verlassen kann, als ob, wie sie dich vorher behandelt hat, das nicht auch gereicht hätte, weiblicher Art zu denken. Das fand ich super spannend. Da hat er so viele gute Tipps gedroppt, der ist da unten in dem Video. Genau, ein Mann, der weiß, was er will, der in seinem mentalen Ursprungsort ist. Der überlegt nicht, geht die fremd, keine Ahnung, spioniert ihr hinterher. Der merkt, die behandelt mich schlecht, die gibt mir nicht das, was ich verdient habe mit meinem Wert. Wenn du deinen Wert kennst, dann sagst du ciao, dann ist die Tür. Da wird nicht lange überprüft und Beta-Moves gemacht. Eifersucht ist ein Beta-Verhalten, Mate-Guarding. Immer sehr interessant, auf bestimmten Kanälen zu beobachten. Ich sag jetzt nicht wo. Anscheinend brauchst du die Erlaubnis aus externer Quelle, ohne mentalen Ursprungsort beweise, dass es nicht deine Schuld ist. Auch noch sehr wichtig. Ich bin ein guter Mann, moralischer Container. Es ist nicht meine Schuld. Sie ist fremdgegangen. Jetzt bin ich rechtschaffendes Opfer. Ne? Da wäre es wieder. Der RP-Moment ist, sie reden zu hören beim Fremdgehen, nicht der Akt an sich. Ja, das habe ich selber auch erlebt, habe ich mehrfach erzählt. Das ist wirklich der RP-Moment überhaupt. Zum Thema Worte von Frauen. Sinnfrei. Darauf zu hören. Zu dem Abschnitt davor wollte ich noch sagen, eine Frau wird einen Mann immer nur so weit beeindrucken wollen, heißt letztlich so lange dein Ego manipulieren. Genau, da ist es wieder die berühmte Ego-Manipulation, das Schmeicheln, wo ich immer vor gewarnt habe. Das ist so ein Einfallstor. Ne? Und dann hat sie die Validierung über dich. Oh, deine Gurke ist groß. Und dann nimmst du sie weg. Und dann geht sie ins Minus praktisch. Dann zieht sie den Boden unter den Füßen weg. Oh, bitte. Manipulation. Deswegen, das muss man alles im mentalen Ursprungsort selber wissen. Wie groß meine Gurke ist, weiß ich. Kann ich messen. Das ist okay. Kann sie sagen, die ist so groß wie eine Ananas oder wie eine Monster-Aubergine. Das ist mir völlig, völlig Latte, weil ich habe die Realität. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich gut kann, was ich schlecht kann. Ich bin bei mir und ich bin nicht im Außen und nicht manipulierbar. Das ist wieder mal die ganz wichtige Botschaft. Du musst sie wenigstens ein bisschen hassen, zuhören. Hasse sie wenigstens ein bisschen. Wenn du einen Ring dran machst, das ist ein Zeichen von hohem Investment. Du musst sie immer ein bisschen hassen, also immer ein bisschen im Minus bleiben, sage ich dazu. Also du kannst nicht nach Frau Hals über Kopf verfallen, um nicht in die Stufen der Betasierung zu fallen. Du musst immer einen gewissen Abstand haben, du musst immer deine Grenzen wahren können, auch in der Beziehung bei dir bleiben. Ach so, und den Ring haben und dann dieses hohe Zeichen von Investment haben. Frauen haben ja diesen Skeptizismus-Bias auch von David Bass im besagten Buch erforscht, wo es halt darum geht, dass sie Interessenssignale von Männern immer unterbewerten und Männer immer Interessenssignale von Frauen überbewerten. Also das müssen wir, das ist evolutionär so angelegt, weil wir müssen streuen. Das heißt, wenn eine Frau nur guckt, oh ja, die will was von mir. Deswegen finden Frauen das immer so creepy, wenn Männer irgendwie, die haben sie einmal angelächelt und dann stalken sie die. Ich war auch mal 15 oder so. Also das ist interessant, wenn man das noch nicht reflektiert hat, wie stark das ist. Und für Frauen, es braucht halt ein sehr hohes Zeichen des Investments, so ein Ehering mit vielen Diamanten drauf, damit sie wissen, aha, okay, der meint das ernst. Allerdings auch wieder nur vom Versorger, ne? Also nicht vom Liebhaber, nicht vom genetisch oder statusmäßig höchsten Mann. Da brauchen sie das nicht. Da rennen sie ja sowieso hin. Muss man natürlich auch wieder ergänzend dazu sagen. Also das Äquivalent wäre, Frauen zu erzählen, was sie hören wollen und dann pumpen und zu dammen. Ja, das ist das Gleiche umgekehrt, was sie dann macht. Es ändern sich die Vorzeichen. Frauen sind Opportunisten in Beziehungen und Männer sind Opportunisten beim Bunker. Auch nochmal ganz wichtig. So, was habe ich noch auf dem Zettel? Ja, wenn sie fett wird, ist es halt ein Flex an die anderen Frauen. Ganz wichtig zu wissen. Ich kann es mit dem Trottel machen. Ich kann mir mit dem Einkaufswagen in die Hacken fahren. Das hatte ich im letzten Video, glaube ich. Er liebt mich immer noch. Ich bin immer noch heiß. Eigentlich, ja. Signalisiert sie an die anderen Frauen. Guck mal, ich kann es mit dem Trottel machen.
Und das ist, glaube ich, auch bei den Femmis so, dass wenn die sich dann überall Haare wachsen lassen und so, das ist, glaube ich, derselbe Flex. Und Online-Dating gibt es ja her und sich hässlich machen und so weiter. Natürlich auch Selbstverunstaltung, klar, irgendwie negativer Selbstwert, aber halt auch ein Flex für die anderen Frauen. Achso, einen Satz habe ich noch, den habe ich vergessen bei dem ganzen Bereich mit den drei Hebeln. Attention, Commitment, Affection, also Aufmerksamkeit, Treue und Zuwendung, materieller Natur auch zu erziehen. Das sind ja die klassischen Hebel, die man halt hat im Beziehungsgame. Und das eben unmerklich möglichst. Ich werde jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Wichtig dabei ist, du kannst das Verhalten anderer nicht direkt steuern. Und deswegen funktionieren diese drei Hebel auch nur, wenn du Wert in deinen Augen hast. Also das, was hier gelehrt wird eigentlich, ist eine passive Strategie. Ja? Einfach nur Grenzen setzen und Wert erhöhen. Mehr hast du nicht. Ja, das ist keine aktive Manipulation. Leute kommen immer zu mir und sagen, ja, hier, verrat mir mal fünf Tricks, wie ich die Frau manipuliere. Sozusagen aktiv manipuliere. Da sage ich dann immer, ja, dann guck dir an, wie sie es macht. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Wenn Frauen halt Zeitschriften darüber füllen oder Videos damit füllen, wie sie Männer manipulieren können, da wird das ja noch gehypt. Wenn ich sage, wie man Frauen manipuliert, wird allein das Wort Pickup schon nenne, dann ist man ja schon ein Staatsfeind oder so. Wir spiegeln sozusagen nur die weibliche Paarungsstrategie eigentlich. Und das auf eine sehr passive, sehr bewusste Art und Weise. Während bei den Frauen das alles ziemlich instinktiv abläuft. Deswegen muss man auch diesen ganzen Schwanentanz kennen, wenn man sich da wirklich in der Tiefe drauf einlassen will. Achso, bezogen auf die Firma habe ich noch was. Mensch, ich habe halt echt einen sehr konfusen Zettel, merke ich. Aber ich komme noch in den Flow. Wir haben ja noch was vor uns. Also kommen wir nicht mit der MRA-Opferrolle, also mit der Männeraktivisten-Opferrolle, wenn du deine eigene Misere wählst und das Arbeitspferd bist, weil sie gesagt hat, du bist so ein toller Mann, so ein maskuliner Mann. Und du drauf reingefallen bist. Mit einer Firma verhandeln Männer sehr hart, aber kaum hat die Firma zwei Brüste, ist alles vorbei. Und sie glauben jeden Unsinn. Tja, dumme Natur. Überhaupt kann man eine Frau gut mit einer Firma vergleichen. So wie eine Firma ein neutrales System zur Gewinnmaximierung, so ist die Frau ohne persönliche Liebe, Bosheit und ohne Hass mit dem Mann verbunden, der für sie arbeitet. Genau. Sehr neutral, ein Neutrum. Sehr schön. An sich hat mal wer gesagt, Beziehungen sind für Frauen wie Jobs im Endeffekt. Gerade auf der Versorgerseite. Das ist wie eine Anstellung. Was kriege ich denn? Was sind meine Boni? Ah ja, hier, lebenslanger Vertrag. Ohne Prenup, sagt man im Englischen, ohne Ehevertrag. Man kann schon heiraten, aber ohne Ehevertrag gar nicht. Auf gar keinen Fall. Und selbst dann. Muss ich das schon sehr genau überlegen. Aber ich meine, das macht ja heute sowieso keiner mehr. Ist auch egal. Aber dieser Vergleich ist halt sehr gut. Wenn er sie verlässt, bekommt sie es natürlich mit der Angst zu tun, denn ihre wirtschaftliche Existenz steht ja auf dem Spiel. Aber dies ist eine rationale Angst. Sie hat rationale Ursachen und lässt sich ausschließlich rational, ohne dass sich Abgründe auftun, kompensieren. Ja, und heute lässt sie sich sowieso super kompensieren über den Staat und die Orbiter. Und das Monkey Branching könnte man hier noch bringen. Ja, klar, das ist heute gar kein Problem. In nicht mal 72 Stunden hat sie den nächsten gar kein Problem. Hat schon Backup-Mann irgendwo drin geparkt, im Freundeskreis, in der Friendzone, im Handy, egal. Zum Beispiel dadurch, dass sie einen anderen Mann unter Vertrag nimmt. Genau. Trotzdem ist natürlich eine evolutionäre Angst dahinter. Ja, man könnte auf der Steppe auf einmal alleine sein, irgendwas Evolutionäres. Steckt da auf jeden Fall auch hinter dem Monkey Branching. Aber heute ist das halt kein Thema mehr eigentlich. Diese Angst hat also überhaupt nichts mit den Empfindungen eines Mannes zu tun, der sich in der gleichen Situation in Eifersucht, Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstmitleid verzehrt. Der idealistisch liebende Beta-Mann mit der Frau, die in den nützlichen Trottel gesucht hat. Jo. Aber wie am Anfang erwähnt, Frauen haben keine langen, starken Stellungsschmerzen. Ist kein Problem. Hat die Natur so eingerichtet, ne? Sie muss ihn im Zweifel im Schnee liegen lassen und den nächsten sich suchen. Oxytocin ist halt nicht Vasopressin, es ist leichter abbaubar. Oxytocin macht natürlich auch, das habe ich ja letztens erst gelernt, natürlich auch erhöhtes Splitting in der Frau, also das Idealisieren und das Abwerten. Das brauchst du dann auch in dieser Stufen der Vitalisierung, Abwertungsphase, wo sie dann dich zum Teufel macht quasi und dich wie die schwarze Witwe auslutscht, wenn ich mich recht an die Formulierung aus Practical Female Psychology erinnern kann. Also Oxytocin ist nicht der Kuschelstoff. Jedenfalls nicht nur. Wir setzen dagegen nur ein Drittel frei, Frauen beim Streicheln dreimal so viel. Da ist auf jeden Fall auch eine gewisse hormonelle Komponente, warum das alles so abläuft. Am Ende auf jeden Fall. Liebeskummer ist also für die Frau bestenfalls das Gefühl, dass sie ein gutes Geschäft davon schwimmt. Ja, auf jeden Fall. Auf der Versorgerseite. Dazwischen hat sie halt noch erklärt, dass es ihr wurscht ist, wen ihr Beta-Mann holt. Der geht ja eh zu einer anderen Frau, er bleibt in der Sklaverei. Das ist so Esther Villars Betrachtung. Ich glaube, das ist für Frauen schon wichtig. Auch ihr Beta-Mann. Ja. Da hatte ich mal so ein TikTok, wo es darum ging. Was? Der war in der Friendzone geparkt und der hat jetzt eine andere. Das geht ja gar nicht und so. Also der Narzissmus der Frauen ist natürlich seit 50 Jahren noch deutlich gestiegen. Das Anspruchsdenken in dem Fall. Also das macht ihr schon was aus. Wenn ihr Ex dann glücklich mit einer anderen ist, da geht der Neid aber steil. Also da würde ich ihr gerade widersprechen, was den Zwischenteil angeht. Deshalb ist es auch absurd, wenn ein Mann zum Beispiel seine Frau für treu hält, nur weil sie ihn nicht mit anderen in seinen Augen weit attraktiveren Männern seiner Umgebung betrügt.
Warum sollte sie das tun, solange er gut für sie arbeitet und sie dadurch die Freude haben kann, auf die es ihr wirklich ankommt? Ja, das sieht sie leider auch nicht ganz richtig. Die verdeckte Ovulation ist genau deswegen entwickelt worden, damit er treu arbeitet und sie trotzdem die attraktiven Männer um sich herum flexen kann, im Zweifel. Und dass der beste Lügner ist der, der seine eigenen Lügen glaubt, dass er den Zauber weiter assoziieren kann. Und deswegen haben wir Minimum 10% Kuckuckskinder, wahrscheinlich mehr, wesentlich mehr. Wird man wohl nie herausfinden. Dann wäre die westliche Welt ganz schnell am Ende. Die Treue einer Frau hat mit der Treue eines Mannes prinzipiell nichts gemein. Frauen sind im Gegensatz zu Männern für das Äußere ihrer Partner so gut wie unempfindlich, ja, für das der Versorgermänner. Aber auch insgesamt, jetzt durch das ganze Online-Zeug, ist es halt sehr auf die genetische Liebhaberseite, auf diese sehr kleine Spitze in der Apex-Pyramide geschrumpft. Aber wie ich vorhin schon meinte, also so Statusmänner sind auch attraktiv für sie. Es gibt Arousal und Attraction, sagt man, also Erregung und Anziehung. Die Chads oder so, also die wirklich schönsten Männer, die genetischen Top 1% oder was, da brennt ihnen richtig die Sicherung durch. Das ist dann pure Erregung quasi. Das hatte ich, glaube ich, auch mal erzählt, dass dann die Augen ganz groß werden, wie Besessene rennen sie los, weil das halt für die Evolution wichtig war. Wenn er dann noch Statusverhalten zeigt, natürlich umso besser. Das wird er auch höchstwahrscheinlich, weil er seinen Wert kennt, weil er von Anfang an immer Erfolg gehabt hat im Leben, wahrscheinlich mit seinen guten Genen. Aber auch die Attraction, also die Anziehung des Hochstatusmannes, des intelligenten Mannes, des Mannes mit einer starken kongruenten Ego-Projektion ist deswegen nicht weniger gering. Das ist nicht automatisch Beta-Bugs, würde ich mal an der Stelle sagen. Beta-Bugs heißt wirklich, du bist ihr völlig egal. Du bist echt hier so ein Rad im Getriebe, so was sie hier alles beschreibt. Das ist wirklich für die reine Beta-Versorgerseite ist das genau das. Und so lief es ja über lange Zeit. Also für den Großteil der Männer ist es halt so. Wie gesagt, vielleicht ist sie nett, vielleicht ist sie eine gütige Herrin. Und wird ein paar ihrer Pflichten treu und behandelt dich nett als eine gute Hundebesitzerin. Mach Männchen, Wuff. Flirtet eine Frau mit dem besten Freund ihres Mannes, dann will sie damit bestimmt nur dessen Frau ärgern und nicht ihren Mann. Denn nur deren Gefühle sind für sie wichtig. Wenn es um ihren Mann ginge, würde sie das bestimmt nicht so offen zeigen. Das ist auch interessant. Wenn sie dann vor deinen Augen vielleicht noch oder bei so einer Feier mit deinem besten Freund flirtet, kann es durchaus sein, dass sie der andere Krabbe eins mitgeben will über Bande. Weil so kämpfen Frauen sozusagen um die Männer. Sehr spannend. Das ist aber auch nicht ganz richtig aus ihrer Sicht. Erstmal ist es ein totaler Disrespect. Weißt du auch wieder anschließend an das davor, dass du sowieso in der Beta-Kategorie bist, wenn sie vor deinen Augen mit anderen Männern flirtet. Bist du der Trottel, der Nützliche? Sie tun es aber auch instinktiv. Ja, da erinnere ich an Practical Female Psychology. Das Triangulieren liegt den Frauen sozusagen instinktiv als Manipulationsstrategie im Blut. Deswegen bietet das ganze Umfeld ja auch ideale Möglichkeiten, weil dadurch mindern sie ihren geringen Selbstwert, ne, durch das Auffüllen von Validierungen von außen. Und sie steigern sozusagen deinen Trieb, sie härter zu bungern auch. Ja, das erzeugt Eifersucht. Eifersucht erzeugt wiederum mehr Leidenschaft. Ja, die Achterbahn und so weiter, auf die sie ja eh stehen. Deswegen muss man ja auch mal alle paar Monate die Drama-Clock bedienen. Selbsttätig, wenn man das proaktiv machen will, aber das Frauendrama machen, das ist natürlich eine gute Variante, sich sozusagen zu triangulieren. Aber das zu öffentlich zu machen, ist natürlich schon wieder ein Diss. Kommt auf die Frau an. Aber es kann sich halt oft auch um die Rivalin handeln dabei, also dass du gar nicht gemeint bist. Das Flirt mit dem Freund ist derselbe Flex. Wenn du unsicher wirst, Display of Lower Value, also, ne, oh Gott, was flirtest du da mit meinem Freund? Er ist eine Bedrohung für mich. Limbisch. Ich wollte eigentlich nur Betty ärgern und flexen, aber wenn er denkt, er hat Wert, dann ist er vielleicht gar nicht schlecht. Ne? Also man kann sich sozusagen, das fand ich interessant, an der Stelle auch noch verhageln, indem man dann die beleidigte Leberwurst spielt, reaktiv wird oder vielleicht einen Maxen macht und so und den anderen Mann dann prügelt. Vielleicht, wenn man den verprügelt, gut, dann hat man vielleicht wieder Bonuspunkte gemacht. Aber wenn man sich darüber empört, Eifersucht zeigt, Eifersucht ist ein Display of Lower Value. Auch nochmal anschließend an das davor, mit dem zeig mir dein Handy, bla bla bla. Absoluter Display of Lower Value. Zeigt halt, dass du fixiert bist auf eine Frau, dass dir ihr Verhalten sozusagen deine Stimmung verändern kann. Du machst dich manipulierbar. Eifersucht ist eine Sucht, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Und es kann dich sogar dahin führen, dass du dem anderen Wert in ihren Augen verleihst. Die wollte vielleicht gar nicht, sie wollte nur flexen. Und du sabotierst dich eigentlich selbst an der Stelle mit Eifersucht. Auf jeden Fall das zu zeigen offen. So, und jetzt kommt ein längeres Beispiel. Das habe ich mir aufgeschrieben, was Stone erwähnt hat. Das fand ich ganz gut, dass ich doch mal in ganzer Länge erkläre, damit es halt einen Kontext ergibt. Es gab einen Typen, der nannte sich Frenchie. So war sein Benutzername oder sie nannten ihn so. Der hatte seine perfekte, in Anführungszeichen, Jugendliebe geheiratet. Die ist frühzeitig gestorben und er versprach ihr, sich eine neue zu suchen. Nur hat er alle mit ihr verglichen. Er war sozusagen ein Alpha-Witwer, idealistisch, die Weibchenbrille nie abgelegt. Und der Tipp war, hasst die Mädels ein wenig und sie ist wie Sport bungern. Aber der Tipp hat ihm geholfen. Da sieht man auch den MH-Komplex, dann würde ich auch an der Stelle sagen, dann nutzt die Dirnen wenigstens, weißt du.
Ja, aber das war die Vorgeschichte zu dem Typen. Aber seine Lösung für Eifersucht war sehr interessant. Seine Jugendliebe, ne, hatte sich dann mal in den Sporttrainer verguckt, des Sohnes. Ganz spannend, trotz Heilige im Kornfeld und so weiter. Passiert einfach sowas. Das ist halt jetzt das reale Leben und nicht das narzisstische Ideal. Er hat es ins Lächerliche gezogen, hat praktisch eine Überstellungsreaktion gezeigt, einen Ego-Angriff gemacht und hat sie damit beschämt und sie damit aufgezogen. Sehr interessanter Move. Was signalisiert er damit? Andere Männer sind keine Bedrohung für mich. Und das hat er gemacht mit seiner Jugendliebe, wo er die Weibchenbrille aber richtig drauf hatte, die er richtig idealisiert hat. Und das ist eine richtig starke Leistung von ihm psychologisch, muss man sagen. Deswegen erwähne ich sie an der Stelle. Wenn er sie rumkriegt, dann nimm doch das Auto oben drauf, das brauche ich dann auch nicht mehr. Das ist Aloofness. Ja. So hier. Mir doch egal. Und wenn du das überzeugend drauf hast, hast du richtig Frame. Also das ist wirklich nicht schlecht. Jetzt kommen natürlich wieder die Leute mit dem TISM Level 12. Die dann sagen, ein richtiger Mann ist nicht eifersüchtig. Mit dem moralischen Container. Du solltest ihr trauen. Ein echter Mann ist nicht unsicher. Das ist Manipulation, die dazu führt, dass sie ein Girls Night Out an fünf Gurken lutscht und dir einen Gute-Nacht-Kuss gibt. Den fand ich auch so böse. Vertrauen, aber verifizieren. Abundance, genug haben, um sie rauszuschmeißen und innerhalb einer Woche eine neue zu haben. Das ist sozusagen ein gutes Beispiel gewesen. Das war jetzt ein bisschen längerer Ausflug. Aber ich wollte das unbedingt auch hier bringen, um mal zu zeigen, was Kalibrierung heißt. Weil immer gerne im Schwarz-Weiß gedacht wird und immer einfache Lösungen gesucht werden, die gibt es nicht. Das reale Leben hat keine einfachen Lösungen. Wenn jetzt sowas passiert, gibt es halt eine zu extreme Reaktion, wie hier, ist mir alles egal, wurscht, als Night Out, wie im Beispiel erwähnt, ja, lass sie machen, kein Problem. Ich traue meiner Frau, ich bin ein starker Mann mit dem moralischen Nazbenzin. Nee, man sollte schon noch gucken auf die Zeichen, ja, und sich nicht selbst wieder die Realität verzerren, aber man sollte trotzdem so stark innerlich sein, dass man eben jederzeit sie ziehen lassen kann, jederzeit sagen kann, kein Problem. Und wenn man 10 Jahre mit ihr zusammen war, da ist die Tür gar kein Problem. Und das erfordert eine wahnsinnige psychische Resilienz und Stärke. Deswegen fand ich das Beispiel so toll eigentlich, um mal ein paar Dinge zu veranschaulichen. Zum Thema Eifersuchts-Beta-Verhalten und so weiter. Alle mit Angst rangehen, damit macht man ja auch Klicks und so weiter. 5 Gründe, dass deine Frau dich verlässt, dich nicht für Alpha hält, der Straße gehört und all dieses ganze Angstgemache. Ist viel zu undifferenziert eigentlich in der Regel. Aber ist natürlich gut zum Klickzahlen generieren. So, jetzt geht sie noch ein bisschen auf Gruppenbunga ein hier. In dem nächsten Abschnitt, das lese ich jetzt nicht vor. Und eigentlich geht es beim Gruppenbunga um die anderen Frauen. Ganz wichtig, auch bei dem Beispiel am Anfang mit dem Dreier. Ja, es geht immer um die andere Frau. Sie messen sich immer an den anderen Frauen. Bin ich hübscher als die andere? Ja, sind ja wahnsinnig unsicher innerlich. Und hier sagt sie, dass Frauen, die nur von Männern praktisch weggeflext werden, das sieht man ja oft in Filmen, für sie wahnsinnig langweilig ist. Weil die Männer sie eh nicht interessieren. Das ist dann für sie, da schaltet sie ab, geht in den Zauberwald, nimmt die Kohle, keine Ahnung. Aber wenn eine andere Frau dabei ist, wenn jetzt ein männlicher Herrscher ein Harem hat, dann gibt es da halt diesen Krabbeneimer-Fight und so. Das ist ganz wichtig. Da kommt dann die Konkurrenz, die das Geschäft belebt und dann wollen sie immer die andere ausstechen und noch besser sein. Deswegen funktioniert ja auch Rotationssystem so gut und Triangulation des Mannes sozusagen, auch wieder die Spiegelung zu dem, was ich vorher gesagt habe. So, im nächsten Absatz, der ist spannend aus Sicht der 70er. Da sagt sie. Würde die Frau auf das Aussehen der Männer reagieren, hätte sie sich die Werbung längst zunutze gemacht. Weil die Frauen dank des Geldes, das die Männer für sie verdienen, über eine weit größere Kaufkraft verfügen als die Männer. Darüber gibt es aufschlussreiche Statistiken, ja, und zwar schon damals war es so. Würden die Fabrikanten selbstverständlich versuchen, den Kauf ihrer Produkte durch Fotos und Werbespots von schönen, kräftigen Männern mit ausgeprägten sekundären Geschlechtsmerkmalen zu stimulieren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wo man sieht, präsentieren die Werbeagenturen schöne Mädchen, die zum Kauf von Pauschalreisen, Autos, Waschpulver, Fernsehgeräten und Schlafzimmereinrichtungen verführen sollen. Sehr spannend. Ja, damals war, trotzdem die Frauen schon die Kaufkraft hatten eigentlich, war es noch zum Kipppunkt, wo sie noch mit hübschen Frauen geworben haben. Da waren die Frauen noch bemüht, den Männern zu gefallen, weil sie eben noch in einer stärkeren Abhängigkeit waren. Heute sieht man Landwale, Body Positivity, sage ich nur, und hübsche Model-Männer. Also es hat sich komplett gewandelt zu dem, was sie hier beschreibt. Das ist der Hammer. Ja, klar. Weil eben jetzt 80% der Kaufkraft innerhalb der Frauen ist im Endeffekt. Damals waren es vielleicht ein paar Prozent weniger. Da hat der Mann immer noch das Hausgeld verteilt wahrscheinlich. Und die Frau musste immer noch gefallen. Da hatte sie sozusagen noch Antrieb, wie in dem Beispiel davor. Das gute Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und heute kann es verfetten und liegen bleiben im Endeffekt. Ehrlich. Ein Satz, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, Werbung richtet sich manipulativ an eine Zielgruppe. Wenn du die Manipulation bemerkst, bist du nicht gemeint. Das ist sehr gut. Ja, Werbung spielt sehr gerne mit Moralmanipulationen, mit Image, mit narzisstischer Fantasie letztendlich, ja, mit Image-Transfer. Image ist wichtiger, die Marke ist wichtiger als das Produkt. Sales und Marketing, da habe ich auch schon mal ein paar Mal erzählt. Bei Männern, die gerne hinkommen und wie so ein Versicherungsvertreter sich verkaufen wollen der Frau, das ist halt pui. Aber wenn du halt ein Image hast, was sich halt überträgt durch eine Marke, Mercedes oder
Audi oder was auch immer, ich nenne jetzt einfach mal ein paar, die machen ja nur Werbespots, wo sie Gefühle verkaufen im Endeffekt. Und deswegen sprechen Frauen auch so drauf an, auf Image, auf Gefühle, auf narzisstische Fantasien letztendlich, die dir gezeichnet werden, mit denen du dich identifizieren möchtest. Das ist sehr spannend. Und dann bezogen jetzt auf die Frauen zurück, ist es natürlich interessant zu sehen, dass Männer eben gerade die Beta-Männer, die Versorger und die Frauenidealisierer sozusagen die Manipulation der Frau nicht durchschauen, weil sie die Frau idealisieren, könnte ich jetzt direkt drüberlegen. Deswegen, wenn du anfängst, dieses ganze Spiel der Frau zu durchschauen, dann bist du nicht mehr die Zielgruppe eigentlich. Dann hast du es geschafft. Das heißt, wenn die Frau sozusagen irgendwelche Moves macht, wie da in dem Beispiel da oben, den besten Freund beflirtet, weil sie eigentlich die Frau über Bande beschämen will, um im Kram einmal die Hierarchie neu herzustellen, ist es ungefähr das Gleiche wie I hope she sees that, bro. Ja, stimmt. Auch interessant. Also heute eine Menge Gedanken komprimiert. I hope she sees that, bro. Also ich hoffe, sie sieht das, bro. Das soll man immer Männer sagen, die anfangen zu simpen. So, wenn sie dann anfangen, Frauen zu verteidigen und zu beinhalten. Ne? Ich hoffe, sie sieht das, bro. Und dasselbe passiert praktisch da mit der Frau. Könnte man ihr in der Situation auch sagen. Genau, also so war das gemeint, ja. Muss ich auch lachen. Also viele Dinge, die keinen Sinn machen im Verhalten der Frau, haben dann nicht so viel mit dem inter-intimen Wettbewerb zu tun, sondern mit dem intra-intimen Wettbewerb. Auch das ist interessant. Dieser Umstand konnte dem Mann eigentlich nur deshalb verborgen bleiben, weil er ständig erlebt, wie eine Frau die andere diffamiert. Wenn er immer wieder hört, wie seine Frau die krumme Nase, die flachen Busen, die X-Beine oder die fülligen Hüften einer anderen kritisiert, muss er logischerweise annehmen, die Frauen könnten sich gegenseitig nicht ausstehen oder fänden sich zumindest ganz und gar reizlos. Doch das ist natürlich eine Fehlinterpretation. Ein Firmeninhaber, der ständig vor seinen Angestellten die Konkurrenzfirma lobt, würde man ja auch für wahnsinnig halten. Sehr interessant, ja. Ja, sie messen sich ständig, sind sehr ängstlich, neurotisch, sehr perfektionistisch. Sie wissen sehr, dass sie auf ihr Aussehen reduziert sind, dass sie objektisiert werden. Das wissen die alles. Deswegen diese ganze Beschämungstaktik von objektisier mich nicht, also das ist ja immer an den falschen Mann gerichtet, die Beschämungstaktik. Ist alles Scharade. Die wissen es ganz genau. Die Schönheitsindustrie würde nicht Billionen umsetzen, wenn sie es nicht wüssten. Ja, also praktisch wäre das eigentlich wieder eine Anerkennung für dich in deiner Alpha-Rolle, wenn sie sowas macht, wenn sie andere Frauen schlecht macht. Weil die ist hässlich und die und die und die und das mit dir teilt und nicht mit den anderen Krabben. Weil die machen sich ja Komplimente und meinen es nicht so. Also die hassen sich schon untereinander. Mächtig. Also Frauen mögen Frauen sonderlich nicht untereinander. Es gibt immer eine Hauptfrau, mit der sie sich verbinden. Das ist aus der Evolution heraus. Falls sie ein Kind kriegen, brauchen sie immer eine beste Freundin wenigstens. Die müssen sie halten. Die kann aber auch wechseln, weil sie dieses emotionale Elefantengedächtnis haben, weil sie, ich könnte anders sagen, sehr vulnerabel, narzisstisch verletzbar sind. Also sie können sich so, wenn eine Konkurrentin ihr mal eine reingewirkt hat, auch über Bande oder so, das merken die sich Jahrzehnte. Ja, während Männer halt eigentlich nur ein emotionales Gedächtnis, ein traumatisches Gedächtnis haben oder verletzt, besonders verletzt sind bei der Trennung der Partnerin. Das kam in der Neurologie-Reihe raus. Oder wenn sie in der Schlacht eben klassisch posttraumatische Belastungsstörungen bekommen. Während Frauen halt die ganze Zeit vulnerabel sind. Deswegen immer dieses nach außen hin agreeable halt und ja, und dann eigentlich ganz viel Subtext senden, ganz viele kleine Spitzen irgendwie reinpacken in so eine Interaktion mit einer anderen Frau. Im besagten Video die weibliche soziale Matrix erläutert. Aber der Ursprung war, wenn sie dir eigentlich andere Frauen für dich schlecht macht, macht sie eigentlich eine Art von Mate Guarding, wollte ich noch sagen. Eigentlich ist das ein gutes Zeichen, wenn sie sowas macht. Abgesehen von affirmativer Selbstaufwertung. Wenn es sich die Frauen materiell leisten könnten, würden sie sich bestimmt eher mit anderen Frauen zusammentun als mit Männern. Auch sehr spannender Satz. Im Endeffekt sieht man das ja. In 2030, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, werden über 50% der amerikanischen Frauen im gebärfähigen Alter ehe- und kinderlos sein. Das wird mittlerweile noch höher angesetzt. Da sieht man, Frauen wollen einen Mann, aber sie brauchen keinen Mann mehr. Das ist auf jeden Fall ganz deutlich. Deswegen ist die Bigamie auch durch die Decke. Deswegen haben wir diese großen Verschiebungen. Also diese Beobachtung ist richtig. Sie brauchen keinen Versorger mehr. Sie brauchen halt höchstens dann noch einen Liebhaber. Da kommt es halt auch raus. Das hat sie auch schon schnell vorhergesehen. Ob sie sich jetzt nur mit anderen Frauen verbünden, naja, gut, kommt auf den Krabbeneimer an. Die können sich auch nicht sonderlich leiden. Am Ende ist es dann doch die Katze als Verlängerung des Egos zum Parentifizieren. Und so beim Menschlichen des Tieres. Hoffentlich füttert sie sie dann nicht zu lange mit veganem Katzenfutter, dass sie vom Fleisch fällt. Aber das ist ein anderes Thema. Nicht etwa, weil sie alle lesbisch wären, was die Männer die lesbischen Veranlagungen der Frauen nennen, hat vermutlich weniger mit dem Geschlechtstrieb der Frauen zu tun. Nein, die beiden Geschlechter haben so gut wie keine gemeinsamen Interessen. Was also sollte die Frau bei den Männern halten, wenn nicht das Geld? Sie selbst hätten untereinander so viele Gemeinsamkeiten, denn der weibliche Intellekt und das weibliche Gefühlsleben sind auf einer primitiven, das heißt allgemeinen Niveau stehen geblieben und es gibt so gut wie keine individualistischen oder außenseiterisch veranlagten Frauen. Da spricht sie die Gauss-Kurve an, ja, die ich vorhin am Anfang nannte. Das stimmt. Individualistisch nicht, sehr kollektivistisch. Allerdings eben in diesem starken Wettbewerb im Kollektiv. Da stimme ich ihr nicht ganz zu.
Das weibliche Gefühlsleben führt eher zu diesen ganzen narzisstischen Verletzungen ständig. Man könnte sich gut vorstellen, was für ein anregendes Leben sie miteinander führen würden. Ein paradiesisches Leben vielleicht, wenn auch auf einem schauderhaft niedrigen Niveau. Aber wen könnte das schon stören? Ja, MGTOW-Männer auf jeden Fall nicht mehr. Mach doch. Wir hatten mal ein tolles Video, könnte ich abschließend noch sagen, wo man halt eine Männer- und eine Frauengruppe auf so einer einsamen Insel ausgesetzt hat. In einem paradiesischen Leben sozusagen. Und die haben keine paar Tage überlebt. Haben komplett keine Hierarchie herstellen können, haben sich gemobbt untereinander, wie es auch in weiblichen Betrieben ist. Sofort. Völlig dysfunktional, weil sie eben keine Männer sind. Ganz einfach. Praktisch das Wasser verschüttet und die Schweine gefüttert, anstatt sie zu schlachten. Und bei der Jagd natürlich logischerweise völlig versagt. Kurz vom Verhungern, vom Verdursten sind sie dann zum männlichen Lager gekommen und haben, wie es früher üblich war, eigentlich im Endeffekt, das ist natürlich in der Sendung nicht durchgekommen, ihren Körper hergegeben, um versorgt zu werden. Also da hat man sozusagen auf dem Basislevel nochmal gesehen. Ich fand das sehr augenöffnend, was die beiden sozialen Matrizen, man kann mich korrigieren, betrifft. Und die Männer haben halt gejagt, High Five, einer macht das Netz, fischt, haben im Wohlstand gelebt quasi, wie die Könige, haben zu dritten Alligator gejagt, wieder mehr Fleisch, gejubelt, kooperative Jagd, alles super, völlig aufs Überleben getrimmt, da hat man es mal wirklich basismäßig gesehen. Von daher, ja, auf schauderhaft niedrigem Niveau, genau. Und zwar sogar auch kulturell und sozial. Langer Abschnitt, aber ich habe nur noch 5 Seiten notiert. Im großen Schriftstil, es wird nicht ganz so umfangreich. Das schönere Geschlecht, da sind wir gespannt. Ja, jetzt macht sie so eine gewisse Lobeshymne. Der Mann ist der Hübschere und er ist intelligenter. Und wenn jetzt ein Außerirdischer draufschauen würde, würde er das ganze Bohai um die Frau gar nicht verstehen. Also hier, glaube ich, schmiert sie den Männern auch ganz schön Honig ums Maul. Das war in diesem anderen Kapitel auch schon der Fall. Das ist so ein bisschen Ego-Schmeicheln, was ich hier sehe. Das kann man natürlich so sehen, aber deswegen lasse ich das jetzt mal aus. Sie sagt dann, dumme Menschen können niemals schön sein. Schönheit und Intelligenz korreliert übrigens mit einem relativ hohen Faktor, der mir nicht gerade einfällt. Also da hat sie auch nicht ganz recht, aber ist klar, was sie sagen will. Den Satz lese ich lieber nicht vor. Uiuiui. Der Mann begeht den Fehler, dass er dieselben Maßstäbe verwendet für Menschen wie für Tiere. Sie bezieht sich auf die Intelligenz und dass der Homo sapiens wohl chancenlos wäre, das... Wenn es jetzt nur Frauen gäbe. Ja, okay, gut. Der Mann braucht, wie wir noch sehen werden, die Frau, um sich ihr zu unterwerfen und um vor sich selbst zu bestehen. Lässt er nichts unversucht, sie mit Qualitäten auszustatten, die seine Unterwürfigkeit rechtfertigen. Die Idealisierung spricht sie an. Also dieses Simping, was im Mann drin ist, dass sie die Frau idealisiert, das kommt ihr als Frau natürlich sehr merkwürdig vor. Verstehe ich sogar aus ihrer Sicht. Sie kennt halt den männlichen Bungertrieb nicht. Und diese Sollbruchstelle, die mehrfach erwähnte, die Simping-Schnittstelle. Ich habe gerade ein interessantes Video gesehen zu diesem Idealisieren. Das Idealisieren jetzt beim pathologischen Narzissten auch eine Art der Verlustangstsenkung ist. Also man erstellt eine gemeinsame narzisstische Fantasie, eine Shared Fantasy nennt man das, jetzt bei Pathologen. Und dann spielt man die vor. Deswegen lieben Frauen Narzissten, weil sie ihnen sozusagen das schönste Lovebombing, die schönste Fantasie kreieren, in die sie dann reinholen. Deswegen muss man Frauen immer einen vom Pferd erzählen. Im Endeffekt in Luftschlösser bauen. Ja, weil sie ja selber stark narzisstisch sind und kindlich sind an der Stelle und emotional manipulierbar sind und dann sich gerne mit sehr beschreibender, emotionaler Sprache sich gerne in kindliche Fantasien, ich sage nur Disney, Prinzessinnen-Syndrom flüchten. Und ich glaube, jetzt ging es aber um den Mann, dass er sozusagen im männlichen Mutterbedürfnis sozusagen als seine einzige Schwachstelle, auch bezogen vorhin auf das emotionale Gedächtnis, wo die auch immer zu verorten ist, sozusagen auf die narzisstische Fantasie der Frau reinfällt im Endeffekt. Die Frau idealisiert. Ne? Und im Idealisieren ist auch gleichzeitig, das wollte ich eigentlich noch sagen, ein Schutz drin vor Angst, vor Verlassenwerden im Endeffekt. Ne? Wenn ich den anderen idealisiere, idealisiere ich sozusagen mich selbst auch mit, ja, werte mich ja selbst mit auf in der Fantasie von dem anderen. Und andererseits ist es halt ein Schutz, weil diese Liebe ist ideal. Ja? Es ist toll. Es ist schön. Ich kann nicht verlassen werden. Ich kann nicht verletzt werden. Also als Rückzugsort des Mannes letztendlich, der ja sonst nach außen einen harten Outgroup-Bias hat, ein hartes Leben zu führen hat, der dienen muss, in den Krieg ziehen muss, sich eigentlich abnutzen muss, wie in den vorigen Kapiteln genannt. Aber da ist das Refugium, der Rückzugsort. Hier kann ich endlich mal die Seele baumeln lassen, endlich mal schwach sein und so. Der Mann sehnt sich sozusagen nach einem Outlet, glaube ich, an der Stelle und sucht halt in der Frau, weil er ja im männlichen Mutterbedürfnis, glaube ich, nie diesen Sprung verkraftet hat, eigentlich vom Jungen, von der Mutterbrust quasi, von der Mutterverbindung hin zu der Bindung zur Frau, die ja nie seine Mutter sein kann und ihn, wenn er sie zur Mutter macht, natürlich abstößt. Da ist so ein bisschen die Krux verborgen. Also idealisiert er sie sozusagen, meint jetzt Lila. Dass sie ihren Geist noch nie unter Beweis gestellt hat, kann er sie nicht gut für geistreich halten. Obwohl er mit der Erfindung des Begriffs weibliche Intuition auch in dieser Richtung schon Versuche unternommen hat, also nennt er sie schön.
Die Intelligenz der Frau kann er nicht sonderlich idealisieren. Boah. Also er muss irgendwas idealisieren, er muss irgendwas dienen, sagt sie. Und selbst da gibt es diesen Begriff der emotionalen Intelligenz zum Beispiel auch, den eine Frau erfunden hat. Das ist nicht mal ein psychologischer Begriff. Den Frauen immer dahernehmen, so als Feigenblatt, weil sie ja wissen, dass sie im Abstraktionsvermögen schlechter sind. Und dann sagen, ja, Frauen haben emotionale Intelligenz, haben sie nicht. Sie sind extrem manipulativ und das instinktiv. Ja, Empathie mit Männern haben sie nicht sonderlich. Ich hatte mal ein Video gemacht, Empathie und Objekttheorie, wo ich erklärt hatte, dass Mitgefühl, was ja immer so hochgehalten wird wie eine Religion, im Prinzip nur das anerzogene Projizieren und das Scham- und Schuld-anerzogene Projizieren der eigenen Gefühle auf den anderen ist. Was ja sehr, sehr schlechte Ergebnisse darin erzielt, eigentlich wirklich objektiv zu verstehen, was im anderen vorgeht. Und es taugt halt wunderbar zum Tugendhaftigkeit signalisieren. Ja? Wenn ich dann irgendwo irgendeinen Menschen leiden sehe und mich total vielleicht jetzt affektiert geradezu raufstürze, oh Gott, das ist so schlimm und so. Und dann sehen mich die anderen Krabben jetzt im schlimmsten Fall beim Geltungsaltruismus. Aber auch in einem normalen Fall Mitgefühl zu haben, kann häufig täuschen. Ja, vielleicht ist es gar nicht so. Man kann sich ja gar nicht in andere Menschen hineinversetzen. Um sich in andere Menschen hineinversetzen zu können, braucht man Abstraktionsvermögen, the Theory of Mind. Man muss sozusagen abstrakt verstehen können, was in dem anderen vorgeht. Deswegen ist die kognitive Empathie die eigentliche Empathie, nicht das Mitgefühl. Und das ist so ein bisschen der Versuch, auch wieder des Gaslightings, ja. Weibliche Intuition, emotionale Intelligenz, Empathie, alles schöne Schlagworte, eigentlich selbstaffirmativ. Frauen sind sehr übrigens anfällig für Affirmationen. In den Büchern, No, Mr. Nice Guy, habe ich die Affirmationen eigentlich immer so rausgestrichen, weil ich so meinte, mir hilft das nicht. Wer affirmieren will, bitteschön, ich glaube daran nicht. Also so Gesetz der Anziehung und ich sage mir einfach, ich bin toll. Das sind typisch weibliche Moves. Das funktioniert bei denen, weil sie den Zauberwald haben. Im männlichen Verstand funktionieren die nicht so gut, in der männlichen Psychologie. Und diese ganzen Begrifflichkeiten sind sozusagen narzisstische Selbstaufwertung, so ein bisschen Ehrenrettung. Das hat sie hier auch schon ganz gut gesehen. Das sehe ich nämlich ganz genauso. Ich sehe Frauen auf keinen Fall als empathischer oder emotional intelligenter, im Durchschnitt nicht. Aber sehr, sehr gut darin, die soziale Matrix lesen zu können. Sehr, sehr gut darin, instinktiv zu manipulieren. Vor allen Dingen in der geschlossenen Kommunikation. Offene Kommunikation ist Informationsaustausch zwischen Männern. In der geschlossenen Kommunikation, da beginnt die Gamezone. Das hatte ich mal in When I Say No, I Feel Guilty erläutert. Ne? Geschlossene Kommunikation heißt, dann geht es nur noch um den Clash der Egos. Dann geht es nur noch um Statuskommunikation. Fitnesstests, Komforttests, Nicklichkeiten, Angriffe aufs Ego. Also eigentlich Ego-Manipulation. Moralische Manipulation fällt alles in geschlossene Kommunikation. Also wenn ein Mann das macht, dann ist er weibisch im Endeffekt. Kann ich gleich mal dazu sagen. Wenn ein Mann anfängt, mich zu manipulieren, sozusagen mit solchen Faxen anfängt, ist er direkt bei mir disqualifiziert und raus. Weiß ich genau, mit wem ich es zu tun habe. Alles klar. Ich nehme den moralischen Frame der Frau oder eines anderen Mannes sowieso gar nicht an, weil das sich einfach nicht gehört. Wenn ein anderer Mann anfängt, den ich respektiere als meinen Richter auf meiner Augenhöhe, wie auch immer, anfängt mich zu manipulieren, sei es moralisch oder am Ego oder kommt direkt der Hinweis, ey, lass sowas, das ist unhöflich. So sehe ich das unter Männern. Ja. Frauen, wie gesagt, und jetzt habe ich einen weiten Bogen gespannt, in der geschlossenen Kommunikation, wo es eben nur um diese Statusabgleich geht, da sind sie richtig gut, instinktiv zu manipulieren. Deswegen funktioniert auch das ganze Hypergamie-Konzept. Hatte ich in dem Buch erläutert, When I Say No, I Feel Guilty, werde ich auch nochmal ein eigenes Video zu machen, um das nochmal zu verdeutlichen. Da hatte ich so ein Koordinatensystem gezeigt. Ne. D-Ring, also Defend, Explain, Excuse and Rationalize unten, Überstellungslogik oben und dass es immer darum geht, in so einem Vierer-Koordinatensystem, was für eine soziale Situation ist das? Ist das für mich oder gegen mich? Und Über- oder Unterstellung. Und deswegen funktioniert die ganze RP-Logik, das ganze Pickup auch, weil Frauen eben diese starke Wahrnehmung in der sozialen Matrix haben und darin sind sie halt richtig gut. Super Manipulatoren. Ja, und das können sie auch lesen, das können sie auch auslesen. Aber echtes Mitgefühl, echte Empathie und nicht geheuchelte geltungsaltruistische Empathie, das ist eher selten. Ich sage auch nicht, dass Männer besonders schlau sind. Also, um jetzt mal auch, wenn es hier fair zugeht, sage ich mal, ein bisschen Fairness muss man auch sagen, weil Männer sind ja auch im autistischen Spektrum. Und dann zu den zählen, die jetzt zu den Trotteln zählen in dieser Gauss-Verteilung. Ja, die kannst du natürlich nicht als Maßstab rannehmen. Das sind natürlich wirklich nützliche Idioten und ziemliche Trottel. Die gibt es natürlich auch. Um jetzt nicht nur auf den Frauen rumzuhacken, aber das stimmt schon. Die weibliche Intuition, vielleicht noch der weibliche Instinkt. Intuition kommt ja aus dem Instinkt, das lasse ich dann noch gelten. Sind instinktiv super Manipulatoren, ja, aber der Begriff weibliche Intuition ist ja eher so was positiv Konnotiertes gemeint. Nee, sehe ich nicht. Ach, witzig, jetzt habe ich auf meinem Zettel natürlich noch stehen, wir sind nicht angezogen von der Frau, sondern von unserem eigenen Ego. Wir wollen uns also wie eine Frau durch ihre Augen selber lieben. Das ist die idealistische Liebe, die narzisstische Liebe, ja, die narzisstische Fantasie. Dabei geht es eigentlich um mich. Also so lieben Frauen. Und wenn Männer halt Frauen idealisieren, also zumindest so lieben Frauen halt Männer, die sie als hypergambeste Option wahrnehmen. Und Männer machen es dann genauso im Endeffekt. Das ist eine Ego-Nummer. Man muss Frauen in all ihren Facetten sehen. Gut, schlecht. Keine Idealisierung oder Abwertung. Keine narzisstische Fantasie. Stärkere Grenzen sind automatisch da, wenn
der Narz schrumpft, also das narzisstische Ego schrumpft und du nicht siehst, was du sehen willst. Dazu im Abwehrmechanismus-Video mehr. Wenn Typen sagen, sie ist die hübscheste Frau, die ich je gesehen habe oder ich flexe nur 9 und 10, Narzalarm. Ja, 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 gut erkannt. Also der Attack-Helikopter würde an der Stelle sagen, mach einfach die Patrice O'Neill-Skala auf bis 30. Also wenn du anfängst hier so mit 10er-Frauen und so blablabla, Idealisierungsgesülze. Und dann relativiert sich das ganz schnell. Finde ich einen guten Trick. Ryan Stone nimmt einen anderen und er sagt einfach, Frauen sind an der Gaußschen Normalverteilung verteilt, wie wir alle. Die meisten Frauen sind eine 5. Es gibt nur 4, 5 und 6. Alles andere ist Idealisierung. Es gibt nur 3 Arten von Frauen. Die ich flexen würde und keinem davon erzählen würde. Die ich flexen würde, aber nicht damit angeben würde und die ich flexen würde und auch damit angeben würde. Das sollte man dann aber nicht tun, weil dann zeigt man ja eindeutig, dass man sich eigentlich abhängig von weiblicher Validierung macht. Und angeben und so braucht man eigentlich nicht. Auf jeden Fall, man sollte es nicht wirklich fürs Ego brauchen. Man kann es natürlich machen zum Spaß, aber ist klar, was gemeint ist. Also andere Skalen, ja, sofort raus aus der Idealisierung der Frau, falls man immer noch zu sehr idealisiert. Deswegen geben Frauen übrigens auch keine direkten Körbe, weil sie Angst vor männlichen Ego haben. Plausible Abstreitbarkeit nutzen sie gerne, wenn sie dich ablehnt und du in die Narzrage kommst, was nämlich aus der narzisstischen Verletzung kommt, aus der Ablehnung, und dein Bild von dir selbst verteidigen musst, indem du ihren Ruf schädigst, ihren Freundinnen davon erzählst oder sie gar wirklich angehst. Und davor haben Frauen seit der Urzeit Angst, deswegen sind sie so indirekt, muss man ihnen lassen als das schwächere Geschlecht. Also auch mal ein paar mildere Worte an der Stelle. Das männliche Ego ist sozusagen auch nicht ohne. Und gerade bezogen auf Frauen scheinen wir eine Schwachstelle zu haben. Gut ist es natürlich bezogen auf längerfristige Beziehungen, diese berühmte Weibchenbrille, wenn sie dann fett wird und er sieht immer noch die 18-Jährige. Das ist ja auch dieses Objekt internalisierende vom Narzissten. Das haben wir an der Stelle auch. Das finde ich spannend. Also da habe ich mich schon lange gefragt, im männlichen und weiblichen Narzissmus muss ich mich wirklich nochmal in der Tiefe mit befassen. Aber an der Stelle auf jeden Fall. Ich sehe ja Frauen als Protonarzissten absolut. Aber ich glaube, wie so oft an der intersexuellen Dynamik drehen sich häufig die Vorzeichen. Witzigerweise. Nur weil die Frau sich auf eine Weise rausputzt, die darauf abzielt, alle Blicke auf sich zu lenken, setzt der Mann voraus, sie habe auch einen Grund dazu. Er findet sie schön, weil sie sich selbst schön findet. Und er ist ihr dankbar dafür, dass sie ihm erlaubt, sie schön zu finden. Ja, da ist natürlich ganz klar, wie das Verhältnis ist. Unterstellung. Sie unterstützt diesen Anspruch auch noch mit einem Trick. Da sich das höchste Ideal der Frau, ein Leben ohne Arbeit und Verantwortung, mit dem eines Kindes deckt, imitiert sie das Kind. Kinder sind rührend hilflos und sie haben einen lustigen kleinen Körper mit lustigen kleinen Gliedmaßen. Über ihren lustigen kleinen Fettpolstern spannen sich makellose, junge, zarte Haut. Sie können leicht zum Lachen gebracht werden, benehmen sich überhaupt possierlich. Sie sind eine Verniedlichungsform des Erwachsenen. Und da sie sich nicht selbst ernähren können, ist es selbstverständlich, dass man für sie sorgt und ihnen alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Das ist durch einen biologischen Mechanismus gesichert. Spezies, die ihre Nachkommenschaft zugrunde gehen lassen, sterben aus. Sehr gut, da hat sie die Myogenie auch gleich noch mit entdeckt und angesprochen, also diese kindlichen Gesichter, die großen Augen und so weiter. Das weckt den Beschützerinstinkt, also die Frau als ältestes Kind im Haushalt, ja, sagt man ja auch gerne. Die Opferrolle ist direkt drin, die Unterverantwortlichkeit hat sie erkannt. Das Kindliche in der Frau, letztlich Eier sind teuer, Schwimmer sind billig, kommt da raus. Ja. Sie halt als Symbol des Kindlichen, also auch. Gibt es halt einen evolutionären Imperativ sogar, glaube ich, des Mannes, dass wenn er eine Frau schreien hört, dann rennen wir sofort los. Also den White Knight Instinkt. Das ist eine gewisse Frequenz in der hohen Frauenstimme, die uns ja auch bei Streits heftig zusetzt. Das ist auch eingebaut sozusagen. Also wenn Kinder und Frauen schreien und so, dann finden wir keine Ruhe. Dann geht sofort das Echsengehirn bei uns an und wir müssen irgendwas beschützen, weil die Eier eben teuer waren. Also das ist tief involviert. Ich spreche den Beschützerinstinkt an, wenn sie dann auf kindlich macht und so weiter. Ja, ja, das kennen wir alle. So, jetzt spricht sie die Wall auch noch an, also sie hat auch schon alles auf dem Radar gehabt, ab 25 wird es mit der kindlichen Baby-Gesichtsnummer schwierig, sagt sie. Ja gut, was soll er anfangen mit einer Frau, deren glatte, feste Rundung zu schwabbligen Fettklumpen mit einer schlappen, weißen Hautdecke geworden sind, deren Stimme nicht mehr kindlich klingt, sondern schrill, deren Lachen nicht mehr spontan und fröhlich ist, sondern stoßweise und wiehernd, mit einer Schreckschraube, deren abstoßend dummes Geschwätz jetzt, da es nicht mehr aus Kindermund kommt, an seinen Nerven zerrt. Und in deren Gesicht der vielen überraschenden A's und O's immer seltener Ausdruck naiven Erstaunens hervorzaubern und immer häufiger den des Schwachsinns. Keinerlei erotische Wunschträume wird die kindliche Mumie jemals wieder entzünden. Man möchte glauben, endlich sei es aus mit ihrer Macht. Hohoho, ist da wie nah. Wie immer, Vorschlaghammer. Ja, sehr bildlich gesprochen. Hat sie gut erkannt. Wie gesagt, die Wife-Goggles können die Mumie immer noch schön erscheinen lassen. Doch die Rechnung der Frau geht, wie gesagt, trotzdem auf. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil sie mit Hilfe der Kinder, die sie inzwischen geboren haben, wiederum Schutzlosigkeit vortäuschen können. Und zweitens, weil es auf der Welt einfach nicht
genug junge Frauen gibt. Ja, das hat sie gut erkannt. Der Markt, die Knappheit, hatte ich ja auch an verschiedenen Stellen gesagt. Die Wall ist eigentlich nur ein psychologischer Punkt. Wenn sie praktisch merkt, dass die Aufmerksamkeit nachlässt, wenn sie bemerkt, dass alle Frauen sie belogen haben, im Endeffekt sich Komplimente gemacht haben und es nicht so gemeint haben, dass alle Männer sie sozusagen eigentlich nur hofiert haben wegen ihrer Schönheit. Sie wissen es ja eigentlich von ihnen des Bewusstseins, aber dann können sie es nicht mehr vertuschen und dann steigt halt der Antidepressiva-Konsum. Und das hat kein spezifisches Alter, das ist eine psychologische Grenze. Bloß heute, bei der Marktknappheit, kriegen ja selbst Landwale und Mumien und was weiß ich nicht alles noch genug Versorger und Stecher. Das ist auch nicht mehr so das Argument. Es liegt wohl auf der Hand, dass die Männer halt, hätten sie nur die Wahl, ihre erwachsenen gewordenen Babyfrauen von Herzen gerne gegen Jüngere eintauschen würden. Doch weil das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den Geschlechtern annähernd 1 zu 1 ist, also nicht für jeden Mann und zu jeder Zeit eine junge Frau geben kann und weil es zum Leben unbedingt eine Frau braucht, bleibt er bei der, die er schon hat. Der Beweis ist leicht zu erbringen, wenn der Mann tatsächlich wählen könnte, wählt er immer die jüngere Frau. Das hat sie auch schon erkannt. Das ist aus Studien ganz klar. Männer jeden Alters wollen immer jünger, fertiler, glatter und so weiter. Wie gesagt, die Schönheitsindustrie macht nicht umsonst so viel Umsatz. Wenn dann aber Leonardo DiCaprio jede Frau ab 25 austauscht, was ist das Erste, was aus Frauenmund kommt? Und das ist rein instinktiv, das ist rein limbisch. Da sieht man schön den ganzen Manipulationsapparat. Ja, er ist ein Schwein. Er nutzt die junge Frau aus, oder die weiß nicht, was sie tut und so weiter. Sofort Beschämungstakt. Um im intra-intimen Wettbewerb sozusagen den eigenen Marktwert zu steigern und den Mann sozusagen abzuwerten. Da sieht man wieder genau diese geschlossene Kommunikation sofort, dieses instinktive Shaming und Gaslighting und so weiter, das läuft. Da denken die nicht mal drüber nach, da müssen die nicht mal einen Gedanken finden, wird sofort geschämt. Egal, ob Leonardo DiCaprio das jetzt interessiert, steht auf einem anderen Blatt. Oder sie manipulieren, wenn es jetzt nicht das Beispiel ist, sondern wenn das jetzt im Umfeld passiert, sofort die jüngere Frau und erzählen Geschichten über den bösen älteren Mann, der sie nur ausnutzt, was nicht alles sich ausgedacht wird, um die Biologie zu verdecken, letztlich aus total intrinsisch solipsistischen Motiven. Sie sagt es auch, dass natürlich die Hochstatusmänner sich immer die jüngsten Frauen suchen. Da gibt es auch Statistiken, dass die reichsten Männer immer die jüngsten Frauen haben. Ja, da spiegelt sich die Biologie wieder. Dann sagt sie noch, dass da sie gute Ablösen bezahlen, findet niemand etwas dabei, nicht einmal die Frau selbst. Die ist vermutlich froh, den Mann so günstig losgeworden zu sein. Also bezogen auf die Abfindung bei Scheidungen, ja klar, wenn er sich dann eine Jüngere nimmt. Und wenn man halt in dem Fall jetzt, in dem Beispiel wollte ich sagen, mit Leonardo DiCaprio, kriegt sie einen riesen, riesen Social-Media-Andrang. Im Fall Pocher war es ja auch gut zu sehen. Auf einmal hat seine Amira oder was 52.000 Follower über Nacht, nur weil sie mit dem zusammen war. Also das ist dann der goldene Handschlag in dem Fall für alle, die jetzt rumjammern. Also mit dem Hochstatusmann kriegt man immer Connections, die meisten sozialen Outs, ja, was Frauen ja sowieso anstreben im Endeffekt. Sie wollen ja an die Spitze der sozialen Matrix. Sie nehmen alles durch die Brille der sozialen Matrix wahr. Deswegen ist Status für sie letztlich auch das Höchste. Und Aussehen ist in dem Fall natürlich auch ein Statusmerkmal. Gibt verschiedene Statusmarker, aber dahinter stehen immer die sozialen Outs letztendlich. Und deswegen ist so ein Hochstatusmann das Beste, was ihnen passieren kann. Danach kennt sie die halbe Welt. Sie hat zigtausend Follower, das ist eigentlich Paradies. Und wenn er dann die nächste nimmt, naja, gut, egal, reicht. Gut, das können sich nur die reichen Männer leisten, das hat sie auch erkannt, die Bigamie hat sie praktisch auch erkannt, ja. Das ist auch spannend. Hat eine schöne junge Frau die Wahl zwischen einem älteren und einem jüngeren Mann mit gleichem Einkommen, wird sie auf jeden Fall den jüngeren bevorzugen. Und zwar nicht, weil dessen Jugend sie ästhetisch oder sympathisch beeinflussen würde, sondern weil er länger für sie sorgen kann. Das ist spannend. Aus der Versorgerlogik heraus gedacht, ja klar. Naja, wobei, wäre besser, wenn er älter ist, sehr alt ist sogar, für die Goldgräberin. Vermutlich ist es noch nie vorgekommen, dass eine Frau einen armen 20-jährigen Mann einem reichen 40-jährigen vorgezogen hätte. Sehr gut erkannt. Ja, wenn sie halt einen Versorger sucht. Ja, immer aus der Versorgerlogik zu sehen. Die kann ja den Liebhaber trotzdem nebenbei zum Unterschieben der Kinder nutzen oder als Affäre den Poolboy und so weiter. IVF, jetzt mal rein pur auf Gene betrachtet. Geht ja trotzdem. Aber für die Sicherheit brauchst du auf jeden Fall den reicheren 40-Jährigen. Es ist ein großes Glück für die erwachsenen Frauen, dass die Männer sich selbst nicht für schön halten. Dabei sind die meisten Männer schön. Das finde ich einen liebevollen Satz von ihr. Da schmeichelt sie natürlich wieder, aber das sehe ich nämlich genauso. Das kenne ich von vielen Männern, die dann gerade durch die Online-Dating-Mühle gegangen sind. Diesen ganzen Hypergamen-Narzissmus, ich nenne es einfach mal so. Für mich ist die Hypergamen-Neurose dann schon, wenn sie zur Psychose wird, eigentlich ein narzisstisches Entitlement, also ein narzisstisches Anspruchsdenken. Das ist jetzt nur meine Meinung. Dem gehe ich auch nochmal auf den Grund. Und sich dann sozusagen ja, eigentlich den anderen, in dem Fall die Frau, zu seinem Richter gemacht zu haben, ist im Nachhinein für mich auch betrachtet so lächerlich geradezu. Wirklich. Also, ja, wenn man dann jahrelang, weiß was ich, ein Match alle 3 Monate kriegt und die schreibt nicht zurück und man denkt, man ist der letzte Husten, darauf wollte ich hinaus. Also,
Schon erstaunlich, weil ich vor über 10 Jahren genauso das erfahren habe. Natürlich, dass verletzend war, wenn man das System nicht kennt und so. Heute würde ich mir denken, das ist mir sowas von egal. Ich halte mich für schön. Das ist ja deswegen, wo man unabhängig von weiblicher Validierung werden muss. Das ist wirklich völlig wurscht. Ist auch wurscht, warum dich die Frau wählt. Und selbst wenn sie dich als Versorger wählt, ist ja auch wurscht. Egal, Hauptsache du kriegst das raus, was du willst. Deswegen ist wurscht. Das ist mir mittlerweile sowas von egal. Ja, jetzt lernst du ein bisschen über die männliche Figur. Bla bla bla. Dass Männer altern wie Wein und Frauen wie Milch, das kommt halt drauf an. Aber die Männer wissen nicht, dass sie schön sind. Das sagt ihnen niemand, genau. Frauen geizen da mit Komplimenten, ist ja klar. Sie kennen das Game, ja. Genauso, das ist ja das Umdrehen der RP-Logik, ja. Du musst genauso mit Komplimenten geizen. Was schön. Ja, du. Genauso machen sie es. Das ist herrlich. Das ist alles Teil der Masche. Doch wenn vom Mann die Rede ist, dann lobt man höchstens seinen Mut, seine Tapferkeit, seine Entschlossenheit, lauter Eigenschaften, die sich auf seine Verwertbarkeit für die Zwecke der Frauen beziehen und nie auf seine äußere Erscheinung. Da sind sie wieder, die moralischen Containerbegriffe. Der Mann ist nicht daran gewöhnt, dass man von seinem Aussehen redet. Das ist, glaube ich, jetzt natürlich, weil es online so stark ist und die Liebhaberseite so stark ist, gibt es jetzt auch, ja, Männer, die eigentlich wie Frauen, ne, ein Eightpack sich trainieren wollen, weil sie halt am Wettbewerb teilnehmen wollen. Wenn das momentan die Kompetenz-Finanzhierarchie ist, nur noch Liebhaberseite, nur noch online, eigentlich werden sie zu Frauen im Endeffekt, sich total optimieren. Aufs Aussehen achten, ja, eigentlich sehr weiblich, dieser ganze Trend mit Looks-Optimierung und Looks-Maxing und so. Das ist eigentlich, deswegen sage ich dazu auch immer defekte Frau. Nichts gegen einen fitten Mann, der sich Mühe gibt, fit zu sein und so, aber es nimmt ja so eine Endstufe an und dann wird es halt irgendwie auch weibisch, würde ich sagen. Die erwachsene Frau, die meist hässlich ist und genug Anlass hätte, sich der Bewunderung des Mannes hinzugeben und Zeit dazu hätte, sieht ihn nicht. Das ist keine Böswilligkeit oder gar Berechnung, aber für sie ist der Mann eine Art Maschine, die materielle Werte produziert. Eine Maschine beurteilt man nicht nach ästhetischen, sondern nach funktionellen Gesichtspunkten. Der Mann ist der gleichen Ansicht und beurteilt sich ebenso. Die Männer sind viel zu sehr in ihrer Arbeit, in ihren Arbeitsprozess eingespannt und vom permanenten Konkurrenzkampf zermürbt, um sich mit Abstand sehen zu können. Vor allem aber wollen Männer gar nicht wissen, ob sie schön sind oder nicht, um ihren Kampf einen Sinn zu geben, müssen ganz einfach die Frauen die Schönen sein, die Hilflosen, die Anbetungswürdigen. Und deshalb nennen sie sie weiterhin in Ermangelung einer genauen Definition für ihre widersprüchlichen Eindrücke das schöne Geschlecht. Tja. So, was habe ich noch auf meinem Zettel zu diesem Kapitel? Top-Männer fahren Harems, schmeißen sie weg. Online-Tugendflex, wenn sie dann hinkommt und sagt, oh Gott, der Chat hat mich weggeschmissen, blablabla. Ne? Gibt es 1 Million TikToks am Tag, die davon handeln? Männer sind Schweine, blablabla. Bla, was guck mal, mein Ex war Narzisst. Kommen sofort die White Knights angerannt und sagen, ich bin nicht so einer. Ja, genau. Das ist echt ehrlich. Das kann man wirklich häufig verfolgen. Nicht alle Männer sind so. Das interessiert sie null. Ja, da ist diese Verwechslung beim Mann. Ne? Da wird der Beschützerinstinkt wieder angesprochen, dieser älteste Flex der Frau. Tugendhaftigkeit signalisieren, das Opfer geben und dann hoffen, dass Ressourcen verschiedenster Art aus dem Umfeld generiert werden. In dem Fall Klicks und Aufmerksamkeit. Damit trocknet sie sich dann die Tränen, vielleicht noch mit den Geldscheinen, die sie dadurch generiert. Aber die Männer, die dann alles hinten darunter. I hope she sees that, Bro. Ja, herrlich. Ich bin nicht so einer. Und auch so direkt die Taktik der Frau kopieren, defekte Frau. Naja, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Jetzt geht es um einen Spruch von Peterson, den habe ich mir noch notiert. Und jetzt geht nicht um seine Hummerhierarchien, sondern um Hasen. Hasen sind harmlose Tiere. Ist das eine Tugend? Nein, keiner respektiert sie. Der einzige Mann, der tugendhaft ist, ist einer, der großes Böses vollbringen kann, aber es nicht tut. Ja, das hat wirklich Peterson gesagt. Ich erinnere mich auch noch dran. Ich habe es mal gesehen. Das war jetzt bezogen auf die Männer, die dann die Hasen, die dann quasi total weich, betrig herumsimpen oder so. Das ist für eine Frau uninteressant. Für sie ist natürlich das Ideal wäre ein Mann, der das Potenzial für Gewalt hat, aber sie nicht einsetzt, der großes Böses vollbringen kann, aber es aus eigener Motivation wählt, nicht zu tun. Das wäre die hypergambeste Option sozusagen. Das Potenzial hat für Gewalt, aber doch nicht gewalttätig ist. Damit sie dann doch nicht Schaden dadurch nimmt. Aber sie verteidigen kann zum Beispiel. Aber es geht tiefer. Der Bezug ist die Möglichkeit, mit vielen Frauen zu schlafen, sie zu ersetzen, gibt dir Gewicht. Deswegen kein Night of Chat. Es interessiert ihn nicht die Bohne. Und bezogen auf das Beispiel, ich bin der Hase, ich würde dir niemals fremdgehen, dann machst du aus der Schwäche eine Tugend und befindest dich in der Sklavenmoral. Das ist natürlich spannend. Du kannst nicht fremdgehen. Und Frauen, egal wie naiv du hältst, sie sehen direkt durch deinen Unsinn durch. So sieht's aus. Ja, und deswegen, um das Ding jetzt mal rund zu machen, was das eigentlich aussagen soll, ist, werd zum Liebhaber, werd zum durchsetzungsfähigen Mann,
Wert zu einem Mann, der sich selbst wertschätzt, der Optionen hat, letztendlich den RP-Weg, damit du Gewicht hast in der Beziehung, damit du Selbstwert hast, damit du deinen Wert kennst und dir völlig klar ist, dass du sie jederzeit ersetzen kannst und das wird sie spüren. Das steht hinter diesem Beispiel eigentlich dahinter. Und das werden die meisten Sims und Lutscher und Versorger da draußen eben nicht hinkriegen. Also sie werden klammern an die Frau, werden all ihre Spiele mitmachen, in der Beta-Isierungsmühle zersägt werden. Und der Bezug war natürlich auf die Chatcons, weil Peterson natürlich sowas nie sagen würde, die Möglichkeit mit vielen Frauen zu schlafen. Das sind ja dann die bösen, dunkle Triadenmänner in seiner Chatcon-Logik. Und die RP sieht es halt ganz anders, sei ein böser, dunkler Triadenmann, aber eben einer, der zu großem Bösen fähig ist, aber es aus eigener Entscheidung nicht tut. Und das macht halt einen großen Unterschied. Strich drunter, in diesem Buch geht es ganz viel darum, mit dem Chatcon-Mindset, mit dem Versorger-Mindset abzuschließen. Das zeigt sich ja ständig. So, der Abschnitt ist natürlich wieder sehr schmeichelhaft. Der Mann ist schön, der Mann ist neugierig, er denkt, er ist schöpferisch, er fühlt von einer außerordentlich breiten, vieldimensionalen Gefühlsskala mit feinsten Abstufungen. Ja, also das ist jetzt wieder Esther Vilar, die natürlich hier dem Mann den Bauch pinselt. Teilweise stimmt es schöpferisch auch, neugierig, ja, denkend und so weiter, mag ja alles sein, aber ist jetzt genug. Die Frau interessiert sich prinzipiell nur für die Dinge, die sie unmittelbar für sich persönlich nutzbringend verwerten kann. Da ist der weibliche Solipsismus auch erkannt. Wenn sie zum Beispiel in der Zeitung einen politischen Artikel liest, so ist es viel wahrscheinlicher, dass sie einen Studenten der politischen Wissenschaften bezirzen will, als dass sie Anteil am Schicksal der Chinesen, Israelis und Südafrikaner nimmt. Ja, genau. Deswegen ist es mit dem weiblichen, ohne kognitive Empathie versehenen Mitgefühl auch nicht weit her. Es ist meistens Selbstzweck. Es geht immer darum, was habe ich davon. Ja? Alles wird durch die Linse des Egos betrachtet. Ja, wunderbar erkannt. In einem Beispiel wunderbar dargestellt. Was hat das mit mir zu tun? Deswegen interessieren mich dann auch abstrakte Konzepte nicht oder so. Was hat das mit mir zu tun? Wie kann ich Gewinn daraus schlagen? Warum sollte mich das interessieren? Aus Neugier. Nee, habe ich nicht. Schlägst du im Lexikon den Namen des griechischen Philosophen nach, bedeutet das nicht ein plötzliches Interesse an griechischer Philosophie, sondern dass es zur Lösung eines Kreuzworträtsels fehlt. Studiert sie die Reklame für ein neues Automobil, dann weil sie es haben will und nicht aus einer Art platonischem Interesse an Technik. Ja, gut. Es ist eine Tatsache, dass die meisten Frauen, auch Mütter, überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie die menschliche Frucht entsteht, wie sie sich in ihrem Leib entwickelt und welche Stadien sie bis zur Geburt durchläuft. Natürlich wäre es völlig überflüssig, wenn sie über diese Dinge Bescheid wüsste, denn sie könnte ja auf die Entwicklung des Fötus ohnehin keinen Einfluss nehmen. Wichtig ist für sie zu wissen, dass die Schwangerschaft 9 Monate dauert, dass man sich unterdessen schonen und bei Komplikationen sofort zum Arzt gehen muss, der selbstverständlich alles wieder in Ordnung bringt. Ja gut, hier habe ich eine kleine Notiz. Ja, erstmal ist das Kind im Grunde egal. Abtreibung bis ins dritte Trimester. Also wenn auch einer mit Femizid kommt, dann direkt Infantizid. Infantizide, boah, ich bin jetzt kein Abtreibungsgegner, aber rein zahlenmäßig ist das mehr als, glaube ich, in allen Weltkriegen und noch mehr gestorben sind. Also nur mal dazu, weil es nochmal eine damit um die Ecke kommt. Letztendlich ist das Kind Verlängerung des Egos. Sieht man auch in den Ergebnissen der Szene mit der Haushalte, ja, wenn kein Mann zum Regulieren da ist. Das ist halt ein Ding. Was hat das mit mir zu tun? Ne? Immer dieser Selbstbezug, der solipsistische Selbstbezug. Ja, ist das jetzt ein Ersatzpartner? Ist das Verlängerung meines Egos, ja, für mein nicht gelebtes Leben? Ist das was zum Helikoptern, ja, damit ich mich co-abhängig verschmelzen kann? Und das ist meistens, was bei Frauen rauskommt. Also das hat sie hier auch gut erkannt. Fötus, ja, pf, egal. Weil sie eben nicht abstrahieren kann. Häufig. In der Masse. Was hier noch steht, ist der Doktor. Bei der Überprüfung ist die Hypergamie beste Option. Es mag ja in dem Fall nützlich sein, aber beim Eheberater nicht und bei gewissen Pandemien auch nicht. Habe ich mir noch notiert. Dieses mit der Hypergamie besten Option, das ist diese Identifikation, dieser Abwehrmechanismus, der aus der Kriegsbeutedynamik hervorgegangen ist. Ne, dass sie immer irgendwo den Raum scannen in diesen jeweiligen Kompetenz-Dominanz-Hierarchien eben durch die Brille der sozialen Matrix und immer automatisch zur höchsten moralischen Autorität, zur Hypergabe besten Option hingehen. Und das ist dann eben auch der Admiral, ja, oder der Doktor, der mit dem höchsten Rang, dann ist es ja sozusagen direkt zu identifizieren. Ich kenne viele Frauen, die haben so einen Fetisch für Uniformen und sowas, weil sie da direkt den Rang ablesen können. Das ist sozusagen für Blinde. Ah, okay, ah, da kann ich mich dran orientieren. Ja, da. Doktor, Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Doktor Professor. Ja, und dann wird der angesteuert. Und dessen Wort ist Gesetz, ja. Also da merkt man halt diese Borderline-Tendenz quasi, dieses Spiegeln, dieses oder vulnerabel-narzisstisch Borderlinige, wie auch immer, dass man sozusagen immer irgendwas braucht, immer einen Ankerpunkt braucht. Das ist wie ein Mond, der muss irgendwo andocken. Deswegen gibt es auch dieses schöne Beispiel, wenn wir jetzt doch mal reingehen, dass eine Frau auf einer Insel, auf einer einsamen Insel eigentlich zur Narzisstin wird, weil nichts zum Andocken da ist. Sobald was zum Andocken ist, geht es praktisch in die Unterstellung und wird wieder zur Borderlinerin. Bezogen auf die Feministin, hatte ich das an anderer Stelle auch schon mal erwähnt. Strich drunter, jede Feministin braucht sozusagen nur einen größeren
Planeten zum Andocken, dann wird auch aus Karin wieder ein Kätzchen. Aber wer sich das antut, ist wieder auf dem anderen Blatt. Und bezogen auf die moralische Autorität im Staat natürlich. Deswegen sind sie besonders staatsgläubig. Deswegen glauben sie häufig halt sehr oft aus Angst letztendlich, aus dem weiblichen Angstwesen heraus, docken sie halt immer gerne irgendwo an. Natürlich, oder bei so einer Ideologie wie Vok, wo ihnen jeder erzählt, dass sie das Geilste seit geschnitten Brot sind. Ich meine, das ist ja besonders bequem. Problem war beim Eheberater, ne? Das hatten wir auch, dass deine Eheberater sozusagen, weil du eigentlich schwankst, weil du nicht mehr als ihre beste Option dasteht, der Eheberater dann zur stellvertretend höchsten, besten Übergabenoption gemacht wird, um eigentlich schon die Verantwortung zu externalisieren für den Exit oder mehr Macht auf dich auszuüben letztendlich. Das ist auch ganz klar. Das kann auch in anderen Konstellationen passieren. Also man muss immer daran denken, dass Frauen immer situativ die höchste Option anstreben und das kann sich eben ändern in verschiedenen Kontexten. Das ist Hypergamie nochmal in der Tiefe. Das fand ich wichtig. Der Mann beobachtet nicht nur alles um ihn herum, auch in der Welt überhaupt, was passiert, er interpretiert es auch. Da ist das Abstraktionsvermögen da, versucht, sich über alles zu informieren, fällt es ihm auch leicht, Vergleiche anzustellen, im Gesehenen bestimmte Prinzipien zu erkennen und diese nutzbringend anzuwenden. Immer mit dem Ziel, etwas ganz anderes, nämlich etwas Neues daraus zu kreieren. Genau, die Schöpferkraft, die männliche. Man muss nicht betonen, dass alle Erfindungen und Entdeckungen dieser Welt von Männern gemacht worden sind. Ja, hatte ich schon erwähnt. Doch der Mann, der alle geistigen und körperlichen Voraussetzungen für ein reiches, freies, menschenwürdiges Leben in sich vereint, verzichtet darauf und führt stattdessen ein Leben eines Sklaven. Denn was macht er mit all seinen wunderbaren Fähigkeiten? Er stellt sie in den Dienst derer, die diese Fähigkeiten nicht haben. Er nennt sie die Menschheit und meint damit die Frauen und die Kinder der Frauen. Ja. Schöner Satz. Lass ich mal einfach so stehen. So hat die Natur es halt gewollt. Es ist wirklich eine Ironie, dass diejenigen, die dazu befähigt waren, ein ideales Leben zu führen, es nicht wollten. Und dass jene, denen sie ein solches Leben durch ihre Opfer ermöglichen, nicht daran interessiert sind. Man hat sich so sehr an diesen stumpfen Mechanismus der einseitigen Ausbeutung einer Menschengruppe durch eine Parasitenklique gewöhnt, dass alle Moralbegriffe völlig pervers geworden sind. Ja, wie gesagt, sie ist sehr ausdrucksstark. Frau Villar. Es ist für uns selbstverständlich, im männlichen Geschlecht den Sisyphus zu sehen, der auf die Welt kommt, um zu lernen, arbeiten, Kinder zeugen und dessen Söhne wiederum auf die Welt kommen, zum Lernen, arbeiten, Kinder zeugen und immer weiter so, dass wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können, wozu der Mann sonst noch da sein sollte. Mit dem Schlüssel zu allen Rätseln des Universums in der Hand begeben sich die Männer aus freien Stücken auf das Niveau der Frau herab und biedern sich ihnen an. Mit ihrem Geist, ihrer Kraft und ihrer Fantasie, die dazu prädestiniert sind, zu machen, was sein könnte, konservieren und verbessern sie das, was schon ist. Und wenn sie etwas erfinden, was es noch nicht gibt, so steht es mit dem Alibi, dass es früher oder später ja doch der ganzen Menschheit gemeint ist, die Frau zugutekommen wird. Sie entschuldigen sich noch für ihre Großtaten, entschuldigen sich dafür, dass sie Weltraumfahrt betreiben und zum Mond fliegen, statt noch mehr leiblichen Komfort für die Frauen und deren Kinder zu schaffen. Also das ist interessant, da würde ich direkt wieder die Sklavenherrenmoral reinbringen. Sie entschuldigen sich dafür, weiße Männer zu sein. Sie entschuldigen sich dafür, Profite zu erwirtschaften. Sie entschuldigen sich dafür, Atomkraftwerke zu bauen, könnte man sagen. Ja. Wirtschaftliche Produktivität herzustellen, was auch immer. Sie müssen sich dafür entschuldigen, Fleisch zu essen, was für Männer sowieso viel gesünder ist. Ich könnte ich jetzt noch bringen. Egal, aber das Prinzip war ja schon im vorigen Teil erklärt. Wir haben nicht die geringste Ahnung, wie die Welt aussieht, in der Männer die Fantasie, die sie darauf verwenden, noch schneller erhitzbare Schnellkochtöpfe, noch weißer waschendes Waschpulver, noch farbfestere Velourteppiche und noch kussechtere Lippenstifte zu fabrizieren, auf die Lösung wirklicher Probleme verwenden, in der sie statt Kinder zu zeugen, die wieder Kinder zeugen, und so das Leben immer weiter vorzuschieben, selbst lebten. In der sie, statt immer wieder die rätselhafte Psyche der Frau erforschen zu wollen, sie erscheint ihnen nur so rätselhaft, weil es dort rätselhafterweise nichts gibt, was erforscht werden könnte, ihre eigene Psyche erforschen oder auf die mögliche Psyche von möglichen Lebewesen auf anderen Planeten besähen und sich Wege einfallen ließen, mit diesen Kontakt aufzunehmen. In der sie, statt Waffen für Kriege herzustellen, die doch keine anderen Ziele haben, als das nur für Frauen nützliche Privateigentum zu beschützen, immer effektiver interstellare Raumfahrzeuge zu konstruieren, die sie fast so schnell wie das Licht zu anderen Welten trügen und uns von Dingen berichten, die wir uns nicht einmal träumen lassen. Leider haben die Männer, die über alles nachdenken, befähigt und willens sind, alles, was die Frau betrifft, zum Tabu erklärt. Das Schlimmste ist, dass die Tabus so wirksam sind, dass sie niemand mehr erkennt. Und das damals schon. Die Männer führen, ohne je darüber nachzudenken, die Kriege der Frauen, zeugen die Kinder der Frauen, bauen die Städte der Frauen. Und diese Frauen werden dabei immer fauler, dümmer, materiell anspruchsvoller und immer reicher. Durch ein primitives, aber wirkungsvolles System von direkter Ausbeutung, Heirat, Scheidung, Beerbung, Witwen, Alters- und Lebensversicherung bereichern sie sich unaufhaltsam. In den USA, wo der Anteil der berufstätigen Frauen seit Jahrzehnten rückläufig ist, verfügen die Frauen bekanntlich über mehr als die Hälfte des gesamten Privatvermögens. Und das war 1970. Hammer. Das wusste ich nicht.
Interessantes Privatvermögen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Aktienvermögen, also das Kapitalvermögen an den Kapitalmärkten in 51% Frauenhand ist, seit den Scheidungen von Gates und Bezos. Aber das Privatvermögen schon über 50% in Frauenhand war in den 70ern, finde ich beeindruckend. Nicht viel anders dürfte es in den fortschrittlichen Teilen Europas sein. Bald wird die Frau außer der psychologischen Macht über den Mann auch die absolute materielle Macht über ihn haben. Ja. Der Mann ignoriert das und sucht weiter sein Glück in der Unterwerfung. Wie ist es nur möglich, dass ausgerechnet die Männer, die sonst alles wissen wollen, vor dieser einfachen Tatsache die Augen verschließen, dass sie nicht bemerken, dass an den Frauen außer ihrer Vaginen, zwei Brüsten und ein paar Lochkarten mit dummen stereotypen Redensarten nichts, aber auch wirklich nichts ist. Dass sie Konglomerate von Materie sind, Klumpen ausgestopfter Menschenhaut, die vorgeben, denkende Wesen zu sein. Meine Güte. Wenn die Männer nur einmal in ihrem blinden Produktivität einhielten und überlegten, so müssten sie doch die Frauen mit ihren Kettchen, Rüschenblusen und Goldsandalettchen im Handumdrehen entlarvt und mit der ihnen eigenen Intelligenz, Fantasie und Zielstrebigkeit innerhalb von Tagen ein Gerät konstruiert haben. Eine Art menschenähnliche Maschine, die ihnen für die Frau, an der weder außen noch innen etwas originell ist, einen vollwertigen Ersatz bieten würde. Warum fürchten sich die Männer so sehr vor der Wahrheit? Warum? Weil die narzisstische Fantasie platzt. Und was auch immer, weil wir gegen unseren evolutionären Imperativ handeln würden. Aber mittlerweile haben wir es ja geschafft zum Bruch, was sie anspricht. Die Bunga-Roboter werden ja wahrscheinlich kommen. Ja. Sie war sehr visionär, was das angeht. Auch wenn sie sehr harte Worte findet. Ja, sie ist ja ein Vorschlaghammer, aber das tun Männer irgendwann. Ja. Also ihre Prophezeiung, die sie in den 70ern noch nicht sehen konnte, wird jetzt zur bitteren Realität, weil, wie sie sagt, die Ausbeutung durch die Frau letztendlich, durch diesen evolutionären Motor letztendlich, dass sie dich an die Arbeit schickt, dass sie eigentlich ihr schwarzes Loch füllt, ihre Motorfunktion. Irgendwann wird das schwarze Loch halt zu groß, letztendlich. Und es verschlingt alles im Kali-Zeitalter, könnte ich jetzt noch sagen. Bis zum Reset der Zivilisation. Gut, einen Endsatz habe ich noch. Stone war über diesen ganzen Abschnitt nicht sonderlich begeistert. Ich habe ja anfangs auch gesagt, so dieses ganze Bauchpinselei ist halt auch eine Ego-Manipulation von ihr. Wenn man es sich jetzt zu Herzen nimmt und sich darauf einschrubbt. Nobility of Man, Nonsense. Ego-Fluff. Willst du zeigen, wie nobel du bist? Zeig Ergebnisse, zeig Receipts. Tradcons und Feministen haben versagt, Männlichkeit positiv zu beeinflussen und zu definieren. Die AP übernimmt Apir. Das finde ich ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Meine Arbeit endet hier. Eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.